Gleich werden Christopher Neumeier und Michael Homberg als Organisatoren, als Spezialisten für das Thema auch nochmal genauer in die konzeptionellen Fragen der Tagung einführen. Ich möchte einleitend in den folgenden 5 Minuten, die ich habe, vielleicht 5 Punkte andeuten, die aus meiner persönlichen Sicht besonders relevant mir erscheinen, um die Paarbeziehungen in die deutsche Zeit- und Gesellschaftsgeschichte insgesamt einzubetten und vielleicht diese auch neu zu durchdenken. Der erste Punkt, der mir persönlich ganz wichtig erscheint, ist, dass Paarbeziehungen ein exzellenter Ausgangspunkt sind, um die soziale und kulturelle Strukturiertheit der Gesellschaft zu erforschen. Also insbesondere die Reichweite von unsichtbaren Grenzen, von Vorurteilen in der Gesellschaft, die wir sonst schwerlich ausmachen können. Also die Frage, inwieweit eben Beziehungen über die Grenzen von Klassen, Bildung, Konfessionen, regionaler Herkunft oder Hautfarbe hinausreichen. Und das scheint mir eben ein wichtiger Indikator zu sein, um die inneren Grenzen von Gesellschaften auszumachen, die wir immer wieder versuchen zu umkreisen. Und die späte Zunahme etwa von Heiraten zwischen Katholiken und Protestanten seit Ende der 60er Jahre oder die sehr spezifisch strukturierten Heiratsformen und Paarbeziehungen zwischen deutschen und unterschiedlichen Migrantinnengruppen nach Geschlecht und Herkunft auch nochmal differiert, unterstreicht dies ja, wie gut möglich das ist, Grenzenprobleme oder auch Brücken in der Gesellschaft so aufzuzeigen. Der zweite Punkt, den ich faszinierend finde, ist, dass das Thema meines Erachtens eine andere Blickweise auf die gesellschaftliche Bedeutung von Kirchen, Religion und auch des Staates setzt, als Ordnungs- und normsetzende Instanzen, die Spielräume gestalten. Und die Rolle religiöser Normen würde ich auch zeithistorisch stark gewichten. Und wir müssen sicherlich gerade auch in der Migrationsgesellschaft hier differenziert nach unterschiedlichen Gruppen schauen. Und ich würde Religion dabei als Anregung auch im weiteren Sinne als Form der Transzendenz fassen. Und auch beispielsweise die Rolle von Horoskopen oder dem Glauben an Sternzeichen eben auch als Teil dieses Transzendenzglaubens fassen, das sehr eng mit Paarbeziehungen verbunden ist. Und nicht zufällig bringen alle Medien ja regelmäßig auch auf Paarbeziehungen, auf Liebe bezogene Horoskope. Und damit verbunden ist die Frage, auf welche Weise der Staat die regulierende Rolle der Religion, des Glaubens, der Kirche übernommen hat. Durch staatliche Vorgaben, durch Anreize, Steuern, Privilegien, Rechte, erinnert sei an den Ehekredit in der DDR ab 72 oder Scheidungsrechte beispielsweise. Ein drittes, meines Erachtens wichtiges Thema, um in die Zeit- und Gesellschaftsgeschichte insgesamt einzusteigen, ist, dass man an Paarbeziehungen gut den Wandel und die Beziehung zwischen Norm und Praxis ausmachen kann. Die Zeitgeschichtsforschung denkt ja sehr stark oft in Dekaden, denen bestimmte Zuschreibungen gemacht werden. Und Paarbeziehungen sind für mich ein guter Zugang, um bestimmte Stereotype wie die prüden 50er oder die lassiven 70er Jahre genauer zu diskutieren. Und dabei finde ich wichtig, dass wir eben nicht nur auf die Geschichte des Spektakulären gucken, was wir oft als Historikerinnen und Historiker machen, also Skandale um Homosexuelle, Kommunen mit angeblich freier Liebe oder Ähnliches, sondern uns an bestimmte gewöhnliche Praktiken in der Gesellschaft annähern. Viertens finde ich Paarbeziehungen interessant als einen Zugang zu einer Emotionsgeschichte. Und da ist mein Eindruck, dass bisher stärker negative Emotionen wie die Geschichte der Angst oder Wut im Vordergrund standen, um gerade in der Zeitgeschichte sich Emotionen anzunähern. Und wenn wir Emotionen als angeborene, aber eben kulturell geprägte Ausdrucksformen fassen, dann wird gerade für Liebe oder auch für Lust deutlich, wie wandelbar diese jeweils sind. Und für das geteilte Deutschland lässt sich fragen, inwieweit hier national, sozial oder auch geschlechterspezifisch unterschiedlich ausgeprägte Emotionsregime entstanden und welche emotional spaces, also räumliche Settings oder normative Erwartungen diese prägten. Und mir scheint es so zu sein, dass eine Emotion wie Liebe besonders viele Quellen produziert, Liebesbriefe, Tagebucheinträge und damit auch der Zugang etwas leichter ist als bei anderen Emotionen. Mein letzter und fünfter Punkt ist, dass die Paarbeziehungen mir als ein guter Zugang erscheinen, um die Medialisierung der Gesellschaft zu untersuchen. Medialisierung verstanden als das wechselseitige Durchdringen von Medien und Gesellschaftswandel.
Das ist natürlich besonders oder scheint besonders evident im digitalen Zeitalter und vielleicht auch besonders in Corona-Zeiten, wenn man sich vorstellt, wie heute im Lockdown eigentlich die Anbahnung oder das Bewahren von Paarbeziehungen sich verändert. Aber das gilt natürlich eben auch für frühere Zeiten. Und ich habe das mal früher für den Film beispielsweise mir angeguckt, wo bereits in den 20er Jahren Studien entstehen, die zeigen, wie Menschen lernen im Film, wie Paaranbahnung, Paarbeziehungen, Geschlechterverhältnisse funktionieren, mit der Anschlusskommunikation dazu und natürlich mit den Orten, die Medien schaffen, in dem Fall das Kino, was natürlich auch ein Ort der Paarbeziehungen ist. Und dieses Wechselverhältnis zwischen Gesellschafts- und Medienwandel genauer zu betrachten, das erscheint mir auch besonders reizvoll. Ich belasse es bei diesen fünf ganz großen Punkten und welche Fragen die Tagung genauer aufwirft, das werden jetzt Christopher Neumeier und Michael Homberg zeigen. Und ich danke euch, das werde ich am Ende ganz sicher nochmal tun und ja auch wir alle, aber ich danke euch jetzt schon für die Organisation. Die Tagung läuft technisch gut an und sie wird bestimmt auch gut weiterlaufen. Also herzlichen Dank. Super, ja, vielen Dank, Frank Bösch, und vielen Dank auch von unserer Seite nochmal an alle, die sich jetzt schon eingeloggt haben und die sich wahrscheinlich im Laufe des Tages noch einloggen werden. Während ich meinen Bildschirm teile, um die Präsentation zu starten, senden Christopher Neumeier und ich Ihnen auch nochmal allen ein herzliches Willkommen zu unserer Tagung zur Revolution der Paarbeziehungen, wenigstens virtuellerweise hier aus dem ZZF in Potsdam. Ja, lassen Sie uns gleich beginnen. Das Beziehungsleben in Bundesrepublik und DDR hat sich nämlich fundamental gewandelt, so unsere Ausgangsüberlegung. Deshalb wollen wir möglichen Veränderungen, aber auch eben Kontinuitäten nachspüren im Rahmen der Tagung, indem wir drei neuralgische Punkte des Beziehungslebens in den Blick nehmen. Die Phase des Kennenlernens, die des Zusammenlebens und die Phase der Trennung. Es geht also um Wege der Anbahnung von Beziehungen, könnte man sagen, die Praxis des Zusammenseins und die Muster der Auflösung sowohl unverheirateter als auch verheirateter Paarbeziehungen und Bindungen. An diesen drei entscheidenden Wegmarken sollen auf der Tagung die Beziehungsdynamiken und das Intimleben von Paaren und Singles in Ost- und Westdeutschland analysiert werden. Dazu wiederum müssen zuvorderst die historisch gewachsenen Muster der Partnerwahl und der Beziehungsgestaltung in Ost und West in den Blick genommen werden, in denen sich bis heute, so denken wir, abweichende Einstellungen gegenüber Kohabitation, Ehe und Scheidung, aber eben auch unterschiedliche Praktiken partnerschaftlichen und familialen Verhaltens widerspiegeln. Der Blick in die Forschung, über die auch Frank Bösch eingangs schon kurz berichtet hat, zeigt dabei übrigens in überraschender Weise deutlich, dass das Ideal der Ehe und der aus ihr hervorgehenden Kernfamilie nicht nur die Geschichte Deutschlands bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts dominiert hat, sondern doch eben auch dessen Geschichtsschreiben. So blieben gerade solche Paarbeziehungen, die von der Norm abwichen, ebenso lange unberücksichtigt wie Formen und Phasen des Alleinseins und Alleinlebens. Nahezu gänzlich wurde bislang die Rolle der erwachsenen Gruppe der Singles übersehen. Hinzu kommt, Intimität und Sexualität wurden bis dato vor allem im Zusammenhang von Paarbeziehungen diskutiert, sexuelle Isolation oder gar Devianz dagegen weitgehend ausgeklammert. Indem Paarbeziehungen nun aber als Norm und Single-Sein als Ausbruch oder gar Devianz verstanden wird, gerät aus dem Blick, dass gerade Letzteres in vielen Fällen eine transitorische Phase individueller Lebensverläufe blieb. Vor diesem Hintergrund will sich unsere geplante Tagung also dezidiert dem Wandel des Beziehungslebens in Bundesrepublik und DDR in seinen verschiedenen Formen und Figurationen widmen. Dabei spricht vieles dafür, von einem grundlegenden Wandel des Beziehungslebens auszugehen. Aber es bleibt die Frage, wie revolutionär war nun eigentlich dieser Wandel? Das haben wir uns gefragt, nicht zuletzt deshalb, weil die Forschung zur deutsch-deutschen Zeitgeschichte sich ja durchaus reich schätzen kann an Revolutionsmetaphorik. Von der Stunde Null über die 68er-Revolution bis hin zur friedlichen Revolution könnte man ja auch versucht sein, die Beziehungsgeschichten der beiden deutschen Staaten als eine Folge radikaler Brüche zu erzählen, die die Dynamik der Paarbeziehungen unmittelbar prägten.
Zumal übrigens auch die sogenannte digitale Revolution ab den 70er Jahren ja nicht in unerheblicher Weise die Wege des Kennenlernens geprägt hat. Doch gebietet bei aller Regel von Revolutionen die Auswertung sozialstatistischer Erhebungen zur Entwicklung des Beziehungslebens, des Heiratsverhaltens oder auch der Scheidungsraten unseres Erachtens eher Zurückhaltung. So gehen wir von der Hypothese aus, dass es sich in beiden deutschen Staaten in Abwandlung der berühmten These zum Wertewandel weniger um eine stille Revolution als vielmehr um eine laute Evolution der Paarbeziehungen in Diskurs und Praxis handelte. Blick auf die Geschichte neuer Formen sozialer Interaktion, intimer Begegnungen, aber auch klassischer Paarbeziehungen zeigen sich dabei sowohl markante Kontinuitäten als auch Brüche der Entwicklung des Beziehungslebens in Ost und West. Die Tagung will diese Wandlungsprozesse anhand dreier leitender Fragestellungen diskutieren. Erstens, wie entwickelten sich die Dynamiken der Paarbeziehungen in der Bundesrepublik und der DDR? Hier soll es vor allem darum gehen, wann und warum Unterschiede in beiden Teilen Deutschlands auftraten und wie sich diese Veränderungstendenzen periodisieren lassen. Es sind also beispielsweise die viel zitierten Individualisierungs-, Pluralisierungs- und Liberalisierungstendenzen der 70er Jahre in diesem Zusammenhang zu bewerten. Kam es in der Geschichte der Paarbeziehungen zu einem Strukturbruch revolutionären Charakters oder handelte es sich doch eher um eine graduelle, langsam verlaufende evolutionäre Entwicklung, die sich vor allem an den Rändern des klassischen Spektrums normalisierter Paarbeziehungen zeigte? Zweitens stellt sich die Frage, inwiefern soziale und ökonomische Rahmenbedingungen, aber auch politische, rechtliche und kulturelle Normen die Akzeptanz und Ausgestaltung von Paarbeziehungen in Ost und West geprägt haben. Immerhin waren die Ideale, Politiken und Praktiken von Paarbeziehungen von Beginn an ein Ergebnis polarisierter Aushandlungsprozesse in der Bundesrepublik und der DDR. Politikerinnen und Politiker, aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen sowie aus Justiz, Wissenschaft und Journalismus debattierten kontrovers über neue Formen des Zusammenlebens. Ob und wie sich diese Diskussionen in der Folge allerdings im Alltag von Singles, Paaren und getrennt Lebenden auswirkten, wäre zu klären. Und drittens, wo lag die Agency von eben diesen Singles und verheirateten oder unverheirateten Paaren? Welche Spielräume nutzten sie, um aus gesellschaftlichen Normen auszubrechen und ihre sexuellen Vorlieben und oder intimen Beziehungen auszuleben? Hier bliebe zu diskutieren, wie sich Phasen und Formen des Alleinseins und Alleinlebens gestalteten, die ab den 70er Jahren angesichts des rasanten Anstiegs der Einpersonenhaushalte, des sogenannten Single-Booms, zusehends in den Fokus der Debatte rückten. Schließlich zählten in Sozialstatistiken sowohl ledige als auch verwitwete und geschiedene Menschen zu der als Singles benannten Personengruppe. Und während sich dabei manche Jüngere bewusst für das Single-Dasein als Ausdruck einer neuen Lebensform entschieden, lebten andere gezwungenermaßen alleine. Einige betrachteten ihre Existenz als temporäres Projekt, andere hingegen als dauerhafte Einrichtung. Ausgehend von der Frage, ob und in welchem Sinne von einer Revolution der Paarbeziehungen in BRD und DDR gesprochen werden kann, will die geplante Tagung daher folgende Perspektiven auf das Beziehungsleben in den Blick nehmen. Was bedeutete es, in West- und Ostdeutschland Single zu sein? Wie gestaltete sich die Praxis der Paarwerdung und Paarbeziehung über den engen Kreis verheirateter Paare hinaus? Wie lernten etwa Singles ihre potenziellen Partnerinnen und Partner kennen und was motivierte die Paarwerdung? Und wie wandelte sich im Folgenden der Beziehungsalltag in Abhängigkeit von der gewählten Lebensform? Also abhängig davon, ob man nun verheiratet oder unverheiratet war, zusammen oder getrennt lebte oder in einer geschlossenen oder offenen Beziehung stand. Und was änderte sich schließlich, sobald Krisen, Konflikte und Streitigkeiten die Beziehung belasteten? Am Beispiel der drei neuralgischen Phasen der Paarbeziehung, des Kennenlernens, Zusammenlebens und der Trennung, wie die geplante Tagung vor dem Hintergrund dieser Fragen den Wandel der Paarbeziehungen in Ost und West diskutieren. Und damit gebe ich das Wort weiter an Christopher Neumeier, der Ihnen im Folgenden nun die Perspektiven unserer Tagung entlang der einzelnen Phasen der Paarbeziehungen näher vorstellen wird. Michael, zunächst geht es um das Paarwerden. In beiden Teilen Deutschlands war nach dem Zweiten Weltkrieg die Ehe bei der Partnersuche lange Norm. Doch es gab schon in den 50er Jahren, im sogenannten goldenen Zeitalter der Ehe,
eine Kultur des Rendezvous abseits dieser Norm, die auch flüchtige Beziehungen und Affären umfasste. Die Ehe war also nicht notwendigerweise der Fluchtpunkt sich anbahnender Paarbeziehungen. Als in West und in Ost immer mehr Ehen gelöst wurden, bildete sich mit den Geschiedenen ab den 1960er Jahren über diese eine Gruppe von Singles, die in vielen Fällen wieder versuchte, zu heiraten. Dadurch ist ein sogenannter wachsender Single-Markt entstanden. Die 1970er Jahre zeitigten mit der Zunahme der unverheirateten Paare, des unverheirateten Zusammenlebens, den wilden Ehen oder den Ehen ohne Trauschein einen neuen Modus von Paarbeziehungen. Dabei wissen wir bislang wenig darüber, ob mit dieser neuen Lebensform auch neue Formen des Kennenlernens, des Zusammenlebens und des Sich-Trennens von Beziehungen einhergingen. Vor diesem Hintergrund soll erstens gefragt werden, wie Paare zusammenkamen. Damit rückt die Praxis der Partnersuche in den Fokus. Hierzu ist es ebenfalls wichtig, die Räume des Kennenlernens und auch die Medien und Techniken der Suche zu beleuchten. Wie Cafés, Kinos und Tanzhallen oder Arbeitsstätten als Räume des Kennenlernens überkommene, soziale, religiöse oder auch regionale Grenzen durchbrachen und die neuen Techniken der Partnersuche wie das Computerdating, die Praxis der Suche in Schulen und Vereinen sowie bei Festen und Feiern im gesellschaftlichen Nahraum ablösen, das wäre genauer zu untersuchen. Zweitens soll es bei unserer Tagung um die Frage gehen, warum kamen Paare zusammen? Hier wollen wir die individuellen Motive in den Blick nehmen, also die Gefühle, aber auch pragmatische Erwartungen und romantische Wünsche. Dann als zweites die sozioökonomische und die soziostrukturellen Faktoren, also wirtschaftliche Lage, soziale Milieus, Alter, Geschlecht und der geografische Kontext, also ob man in der Stadt oder auf dem Land lebte. Darüber hinaus sind aber auch politische und rechtliche Rahmungen genauso wichtig wie moralische Ordnungen und religiöse Vorstellungen. Nun die zweite Phase, das Paarsein. Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben sich Diskurs und Praxis der Paarbeziehungen grundlegend gewandelt. Mit der Pluralisierung der Liebes- und Partnerschaftskonzepte wurden Familie und Kinder ab den 1970er Jahren in der Bundesrepublik, aber auch in den USA oder in anderen europäischen Nationen zu einer Option des privaten Lebensglücks neben anderen. Während in Ostdeutschland ab den 50ern und in Westdeutschland verstärkt ab den 70ern von egalitär-emanzipatorischen Geschlechterrollen gesprochen wurde, Wichtiges gesprochen wurde, blieb die soziale Praxis deutlich dahinter zurück. Nun zu den Heiratsmotiven. So erwies sich auch im Alltag das bürgerliche Ideal der romantischen Liebesheirat genauso wie der gegenseitige Kinderwunsch weiterhin als Norm. Indes schienen sich die Erwartungen der Geschlechter an eine Beziehung schon nach den stereotypischen Zuschreibungen dieser Jahre stark zu unterscheiden. Während für viele Männer auch das soziale Prestige einer schönen repräsentativen Frau, wie es so oft hieß, noch immer ausschlaggebend war, blieben für viele Frauen Sicherheit und Fürsorge bzw. Versorgung, so die zeitgenössische Darstellung, lange wirkmächtige Interessen bei der Eheschließung. Wie sich in diesem Zusammenhang Liebes- und Partnerschaftsideale in Ost und West, in Diskurs und Praxis, in die Narrative um freie Liebe und die sexuelle Revolution der 68er in beiden Deutschlands einfügten, soll gleichermaßen zur Sprache kommen. Zu fragen wäre insbesondere auch, inwiefern sich in dieser Zeit die viel diskutierte Individualisierung und Freizügigkeit, also die vermutete neue Freiheit bei der Ausgestaltung von Paarbeziehungen, in das weiterhin gültige, normativ aufgeladene Konzept der romantischen Liebe einpassen ließ. Und auch, inwiefern in Ostdeutschland etwa der Staat in die Paarbeziehungen hineinregierte und eine Kultur des Kennenlernens kreierte, die letztlich bis in die Medien- und Kulturpolitik hineinwirkte, das müssen weitere Forschungen zeigen. Die Frage des Paarbleibens. Schließlich wurden Konflikte und Krisen von Paarbeziehungen untersucht, die in Trennung und Scheidungen münden konnten. Es soll gefragt werden, ob und wie sich politische Zäsuren, ökonomische Krisen oder beispielsweise die Wende auf die Stabilität der Beziehungen auswirkten. Es wird auch diskutiert, welche Folgen einschneidende Erfahrungen, zum Beispiel die Geburt von Kindern, für die Paarbeziehungen hatten. Also in der Soziologie wird das unter dem Schlagwort des sogenannten Erstkindschocks diskutiert. Zudem wird diskutiert in der Tagung, ob und wie sich das Beziehungskrisenmanagement in Ost und West unterschied. Die 1950er Jahre
zeitigten einen Boom der Ratgeberliteratur, der wahlweise das Geheimnis einer stabilen Partnerschaft oder einer glücklichen Ehe zu enthüllen versprach und zugleich das Risiko von Beziehungskrisen thematisierte. Zudem avancierten Eheberatung und Paartherapie zum Sinnbild der therapeutisierten Gesellschaft. An welchen Fragen Beziehungen zerbrachen und wo Risiken in West und Ost gesehen wurden, zum Beispiel in der Rolle der Erwerbstätigkeit oder im Zusammenhang von Affären am Arbeitsplatz, das soll hier angesprochen werden. Über die Rolle des Alleinlebens wurde in beiden deutschen Staaten ab den späten 70er Jahren viel geschrieben. Wer zu dieser Gruppe zählte, das aber unterlag einer kontinuierlichen Aushandlung. Auch der rechtliche und gesellschaftliche Status von Junggesellen, Geschiedenen, Alleinerziehenden und Witwen bzw. Witwer war verschieden. In der Bundesrepublik zeichnete die Presse das Bild des modernen und unabhängigen sexuell aktiven Singles und auch in der DDR berichtete man über die neuen Junggesellen und die Alleinstehenden. Dabei richtete die SED-Führung sogar staatliche Singlebörsen sowie Ehe- und Familienberatungsstellen ein. Wie sich aber Kultur und Praxis dieses Single-Lebens und der Paarbeziehungen unter dem Druck veränderter sozialer Normen, politischer Regime und moralischer Ökonomien veränderten, das wäre zu diskutieren. Vor diesem Hintergrund also setzt die Tagung sich zum Ziel, den Wandel der Paarbeziehungen in der Bundesrepublik und in der DDR in Diskurs und Praxis aus einer breiten gesellschaftshistorischen Perspektive zu untersuchen. Im Fokus stehen dabei in den kommenden 1,5 Tagen die komplizierten Begegnungen und Verbindungen der Geschlechter und die 3 neuralgischen Phasen ihrer Beziehungsgeschichten. Die Momente des Kennenlernens der Partnerin bzw. des Partners zu Beginn einer Beziehung, der Alltag des Zusammenlebens und die Phasen der Krise und der Trennung, die am Ende einer Beziehung stehen. Abschließend möchte ich Sie nun zu unserer virtuellen Tagung Revolution der Paarbeziehungen begrüßen. Leider, wie wir es ja vorhin schon öfters gehört haben, war ein persönliches Zusammenkommen in Potsdam aufgrund der Covid-19-Bestimmungen nicht möglich. Das bedauern wir sehr. Andererseits sind wir sehr froh darüber, dass die moderne Technik zumindest ein Zusammenkommen im digitalen Raum ermöglicht und wir so große geografische Distanzen überbrücken können. Von Europa bis in den Westen der USA. Allerdings löst die Technik nicht das Problem der Zeitverschiebung. Während für uns in Deutschland, Österreich und England der Vortrag »Das neue Paar sind mehr als zwei« von Franz Eder und Stefan Ostmann als Abendvortrag den ersten Tag abrundet, ist es für Jennifer Rogers im Prinzip ein Frühstückskolloquium. Umso mehr sind wir sehr glücklich, liebe Jennifer, dass es du geschafft hast, um 4 Uhr morgens hier an unserer Tagung teilzunehmen. Vor unserem Abendvortrag liegt nun ein dichtes Programm, weshalb ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal auf ein diszipliniertes Zeitmanagement hinweisen möchte. Wir starten nun mit der ersten Sektion Paarbeziehungen zwischen Ideal und Alltag, in der Isabel Heinemann und Jennifer Rogers Geschlechterrollen und Familienleitbilder diskutieren werden. Im Anschluss befassen sich Christoph Lorke, Ulrike Schaper und Henrike Voigtländer mit der Phase des Paarwerdens, der Partnerwahl und den Partnermärkten. Hier stehen Orte, Medien und Techniken des Kennenlernens im Mittelpunkt. Am morgigen Freitag starten wir mit der Sektion Paar sein, Ehen und außereheliche Verbindungen, in der Lisa Dittrich, Eva Schäfler und Veronika Springmann uns aus ihren Überlegungen präsentieren werden und auch ihre Befunde diskutieren möchten. Abschließend wird unsere Tagung die Sektion Paar bleiben, Krise, Brüchen und Trennungen, in der Pia Schmüser zusammen mit Raphael Rössel sowie Jane Freeland und Julia Spohr präsentieren werden. Nun sollten wir aber in Medias Res gehen und ich übergebe an den Chair der ersten Sektion, Michael. Michael, du hast das Wort. Ja, prima. Vielen Dank, Christopher. Apropos diszipliniertes Zeitmanagement, das ist mein Stichwort und erinnert mich daran, Sie nochmal gleich alle zu Beginn an den Modus unserer Panels zu erinnern. Also wir werden gleich 3 Vorträge hören, die jeweils rund 15 bis maximal 20 Minuten dauern, um dann im unmittelbaren Anschluss an die einzelnen Vorträge 3 kurze, etwa 10-minütige Diskussionen zu haben. Für aber weitergehende, gerne auch bilaterale Diskussionen müssen wir Sie leider auf die Pausen verweisen. Sie sehen, das Programm ist dicht gedrängt und wir wollen auch versuchen, die Bildschirmzeiten einigermaßen im Rahmen zu halten.
Dazu haben wir, ja, wie soll man sagen, digitale Nebenzimmer zu unserem Plenum eingerichtet, also neudeutsch sogenannte Breakout Rooms, wobei wir nicht hoffen, dass Sie fliehen von unserer Tagung. Und in denen können Sie sich verabreden und gerne weiter austauschen. Unser studentischer Mitarbeiter Tim Blankenburg wird die Räume am Ende unseres ersten Panels anlegen. Ah, da sehen Sie ihn oben links im Bild, genau. Und bei auch allen technischen Fragen schreiben Sie ihm gerne über den Chat. Ja, in dem Zusammenhang auch gleich noch der Hinweis, dass Tim einzelne Vorträge, das sehen Sie an der roten blinkenden Lampe momentan noch oben links im Bild, unserer Tagung aufzeichnen wird, die im Anschluss auf dem YouTube-Channel des ZZF zu sehen sein werden. Das betrifft aber, und das sage ich gleich nochmal dazu, bevor Sie sozusagen schreiend reißaus nehmen, nur die Vorträge der Referentinnen und Referenten, die uns vorab zugestimmt haben. Und es wird auch nur die Sprecheransicht, also tatsächlich nur die Folienansicht und der jeweils Vortragende im Bild zu sehen sein, nicht also die Leiste sozusagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Privatsphäre wird da ausdrücklich gewahrt und auch die Diskussionen im Anschluss an die Vorträge wollen wir ausdrücklich nicht aufzeichnen oder archivieren. Genau. Und dann noch der Hinweis mit Blick auf die Uhr, dass wir auf ausführliche Vorstellungen der einzelnen Referentinnen und Referenten verzichten, sondern wie abgesprochen Sie verweisen wollen würden auf die zur Orientierung gedachten kurzen biobibliografischen Angaben, die vorab zirkuliert sind. Genau. So, langer organisatorischer Vorlauf. Nun sind wir knapp hinter unserem Ziel, mit gutem Beispiel voranzugehen, aber immer noch auf einem guten Wege. Zuletzt noch ein Wort zum ersten Panel. Da hat uns kurzfristig gestern die krankheitsbedingte Absage von Peter-Paul Benziger erreicht. Wir haben deshalb nur zwei Vorträge in unserem ersten Panel. Das gibt uns wenigstens zu Beginn ein bisschen mehr Spielraum bei der Diskussion. Wir planen aber spätestens um 14.45 Uhr in die Pause, beziehungsweise wer mag, in die Breakout-Sessions zu gehen, um sozusagen dieses Ziel der Bildschirmzeiten und auch sozusagen den Wiederbeginn pünktlich im Blick zu behalten. Gut. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, Christopher, und du nicht intervenierst, dann freue ich mich sehr, Isabel Heinemann begrüßen zu dürfen nochmals, die uns aus Münster zugeschaltet ist, wenn ich es richtig sehe. Und ihr Thema lautet: Das Paar als Reproduktionsinstanz, Ehepaare im Fokus von Familienplanung und Eheberatung in der Bundesrepublik und den USA 1950 bis 1990. Frau Heinemann, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank den Organisatoren für die freundliche Einladung und Vorstellung jetzt auch. Und Sie sehen schon ein bisschen, ich muss ein wenig zurückgehen in der Zeit, in dem, was ich Ihnen zeigen will. Und ich habe auch eigenmächtig meinen Zeitzugriff nochmal, als ich den Vortrag schrieb, nochmal ein bisschen auf die 20er Jahre zurückgesetzt. Warum tue ich das? Ich denke und hoffe, das wird klar werden, wenn wir sehen, dass wir über Vorstellungen von Ehe und Familie, und das ist sozusagen mein Thema hier heute, in Deutschland nicht werden reden können, wenn wir nicht auch die Zeit der 20er bis 40er Jahre mit einbeziehen. Und das genau will ich tun und noch dazu im transatlantischen Vergleich und mit dem Kaviat, dass ich mich mehr auf die Bundesrepublik fokussiere als auf die DDR. Das muss ich einschränkend dazu sagen. So, ein Mann im Anzug steht vor einer Abstammungstafel und erläutert einem jungen Paar mittels Zeigestock und Zettelkasten die Grundsätze der Vererbungslehre. Das Foto befindet sich im Bestand eines amerikanischen Archivs und zeigt einen amerikanischen Eugeniker, trägt aber eine deutsche Bildunterschrift. Dr. Popenoe berät Heiratswillige. Damit verweist das Bild auf den transnationalen Zusammenhang und die transnationale Zirkulation eugenischen Wissens und auf internationale Expertenkulturen in der Beratung von Ehepaaren, um die es in diesem Beitrag gehen soll. Das Bild zeigt den Eugenik-Pionier und Eheberater Paul Popenoe, der im Jahr 1930 anlässlich der Gründung des ersten Ehe- und Familienberatungsinstituts in den USA, welches er American Institute for Family Relations genannt hat, in Los Angeles aufgenommen wurde. Die Bildunterschrift rührt vom Abdruck des Bildes in einer deutschen Zeitschrift, nämlich Eugenik, her, welche im Jahr 1931 über die neue Einrichtung in Kalifornien berichtete und lobte, hier würde, ich zitiere, Volkserziehung, persönliche Beratung und Forschung im Dienste erfolgreicher Ehe und Elternschaft geleistet.
Das Foto führt mich mitten hinein in die Thematik meines Vortrages, nämlich transnationale Dimensionen von Ehe- und Paarberatung in Deutschland und den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und zu der Frage, wie Sozialexperten diesseits und jenseits des Atlantiks das verheiratete Paar als, wie ich es genannt habe, Reproduktionsinstanz, also als verantwortlich für die Produktion gesunden Nachwuchses konzipierten. Es illustriert zugleich meine Kernbeobachtung, dass sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf beiden Seiten des Atlantiks in der Konzeption von Ehe und Familie bedeutende Kontinuitätslinien zur Eugenik der 1920er und 30er Jahre zeigten. Diese Biologisierung der Paarbeziehung als Reproduktionsgemeinschaft, so könnte man es auch nennen, hatte langfristige Folgen, wie ich das herausarbeiten will, und mein Überblick startet in den 20er Jahren und endet in den 1970er Jahren. Dazu werde ich den Wandel der Erwartungen an eine gute Ehe oder Partnerschaft oder Paarbeziehung im Untersuchungszeitraum mit 4 Zugriffen näher untersuchen. Erstens frage ich nach der Veränderung der Vorstellungen von Familie. Zweitens nach der Verhandlung von individuellen Rechten und Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft. Drittens nach dem Transfer reproduktiven Wissens. Und schließlich viertens nach der Bedeutung transatlantischer Expertenkulturen. Als Aufhänger dafür dienen mir 2 Sozialexperten, die sich in den 1920er und 30er Jahren als Erbbiologen und Eugeniker einen Namen gemacht hatten und nach dem Zweiten Weltkrieg den Weg in die populäre bzw. humangenetische Eheberatung einschlugen. Sind dies, und Sie sehen ihn hier schon im Bild, der bereits erwähnte Paul Popenoe, und als Zweiter im Bunde Ottmar Freiherr von Verschuer, der, wie Sie wissen, vor 1945 einer der einflussreichsten deutschen Rassewissenschaftler und dann ab 1951 Ordinarius für Humangenetik in Münster war. Kommt zu meinem ersten Teil, Biologisierung der Ehe, eugenische Ehe und Familienberatung bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Paul Popenoe durchmaß eine aufschlussreiche Entwicklung vom kalifornischen Dattelpflanzer zum wichtigsten Vertreter der amerikanischen Eugenikbewegung in den 20er Jahren. Obgleich er nie Medizin oder Anthropologie studiert hatte und den Doktortitel nur ehrenhalber trug, machte sich Dr. Popenoe als Herausgeber der Zeitschrift Journal of Heredity schnell einen Namen als Verfasser des Standardlehrbuchs für Eugenik, Applied Eugenics, oder auch einer Arbeit zur Verteidigung der kalifornischen Zwangssterilisationspraxis schnell einen Namen als Experte für eugenische Zwangssterilisation. Darüber hinaus trat er als Autor von Eheratgebern schon in den 20er Jahren in Erscheinung und gründete 1930 das bereits erwähnte American Institute for Family Relations mit Hauptsitz in Los Angeles. Das Institut verstand er als, Zitat, scientific attempt to deal with the causes of unhappiness in homes, und errichtete in den folgenden Dekaden ein Netz von Ehe- und Familienberatungsstellen in Kalifornien. Das verheiratete oder auch heiratswillige Paar spielte hierbei eine zentrale Rolle. Sollte es doch zu einem increased amount of happiness, was für Popenoe aber immer auch hieß, zu zahlreichen gesunden Kindern geführt werden. Und er schreibt dazu, it is the first time science that has undertaken to cure family fracases. The clinic stands ready to examine young men and young women and prepare them, if it's possible to do so, for a happy marriage. Popenoe ging es zunächst um die Senkung der Scheidungsrate, um die Verbesserung der Erbsubstanz der kalifornischen Bevölkerung durch eugenische Beratung und schließlich um die Stärkung traditioneller Geschlechterrollen. Sie sehen hier schon die Frau im Bild, wie sie in dieses Institut hineinläuft. Die rückt nämlich besonders ins Blickfeld. Sie sollte sich interessanter machen, attraktiver kleiden, besser auf die Wünsche des Ehegatten achten, um ihre, Zitat, functions as a wife and a mother bestmöglich zu erfüllen. Wobei ihr ein Mindestmaß, und das ist interessant, an Selbstverwirklichung zugestanden wurde. Besonders wichtig war für Popenoe die Information der Ratsuchenden durch gut ausgebildete Experten, welche die Menschen mit plain unvarnished facts zum Zustand ihrer Ehe und Familie konfrontierten und sie dann, und auch das ist wichtig, ihre eigenen Schlüsse ziehen lassen sollten. Mit diesem Anspruch, gestützt auf gesichertes Wissen und objektive Tatsachen dirigierend in die Familien Kaliforniens einzugreifen, lieferte Popenoe ein Musterbeispiel für Social Engineering. Als direktes Vorbild nannte der Amerikaner, und das ist ebenfalls interessant, die Eheberatungsstellen in der Weimarer Republik, von denen 1928 alleine in Preußen 224 existierten. An dieser Stelle, an den Eheberatungsstellen der Weimarer Republik, setzte auch ein anderer Eugeniker an, nämlich Ottmar Freiherr von Verschuer.
Dieser unterhielt zu Popenoe ab den 30er Jahren eine kollegiale Beziehung, aus der später eine Freundschaft wurde, was ein zahlreicher, umfangreicher Briefwechsel belegt. Als junger Abteilungsleiter am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin, kurz KWIA, Sie kennen es alle, die wichtigste rassenkundliche Forschungsinstitution des Landes in den späten 20er, 30er und bis Mitte der 40er Jahre. Also in dieser Eigenschaft zunächst als Abteilungsleiter dort, forderte Verschür 1931, die Eheberatung in Deutschland weiter auszubauen. Allerdings nun mit biologistischer Ausrichtung als, Zitat, eugenische Eheberatung und eugenische Erziehung. 4 Jahre später, inzwischen war er Ordinarius für Erbbiologie und Rassenhygiene an der Universität Frankfurt, konnte er genau das bieten, nämlich im Rahmen einer an sein Institut angeschlossenen staatlichen Beratungsstelle für Erb- und Rassenpflege. Verschür, international bekannt für seine Zwillingsforschungen, übernahm 1942 als Nachfolger Eugen Fischers bekanntlich die Leitung des KWIA in Berlin. Im Rahmen seiner erbiologischen Forschungen beteiligte er sich an verbrecherischen Forschungen, erhielt unter anderem Organ- und Gewebeproben aus dem Konzentrationslager Auschwitz über seinen ehemaligen Assistenten Mengele, das wissen Sie alle. Was aber weniger bekannt ist, dass der Wissenschaftler in dieser Zeit seine eugenischen Ehe- und Familienberatungstätigkeiten, die er in Frankfurt begonnen hatte, weiter fortsetzte und Verlobte und Ehepaare bei Kinderwunsch und bei der Erstellung von Ehetauglichkeitszeugnissen im Rahmen des Ehegesundheitsgesetzes von 1935 beriet. Interessant ist, dass Verschür hier sowohl die beantragten Eheschließungen positiv begutachtete, als auch bei den erbbiologischen Gutachten, zu denen er aufgefordert wurde, die Bedenken der Ehepaare, die Angst hatten, erbkranken Nachwuchs bekommen zu können, zu zerstreuen suchte. Die Fälle zeigen aber auch, und das ist interessant, wie sehr die Klientinnen sich nach der Doktrin der NS-Eugenik ausrichteten, sodass bereits die Geburt eines Kindes mit minderschweren Beeinträchtigungen Paare in existenzielle Sorge stürzen konnte. Nachdem bis 1945 beidseits des Atlantiks das Paar als Reproduktionsinstanz erbgesunden Nachwuchses im Fokus eugenisch und erbbiologisch motivierter Ehe- und Familienberatung und entsprechenden Wissenschaftstransfers stand, stellt sich nun die Frage, inwiefern das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Offenlegung der NS-Verbrechen überhaupt eine Zäsur bedeuteten, die gemeinhin angenommen wird. Ich komme zu meinem zweiten Teil, das Paar als Reproduktionsinstanz, Eheberatung und Familienplanung nach 1945, diesseits und jenseits des Atlantiks. Hatte er bereits in den 1930er Jahren mit der Gründung des American Institute of Family Relations vor allem der eugenischen Ehe- und Familienberatung zugearbeitet, erreichte Popenoes diesbezügliches Engagement in den 1950er und 60er Jahren einen Höhepunkt. America's Mr. Marriage verfasste zahlreiche Ratgeber, die wurden Bestseller, und unter seinem Namen erschien von 1953 bis in die 70er Jahre hinein eine vielbeachtete Kolumne in der nationalen Frauenzeitschrift Ladies Home Journal. Unter der rhetorischen Frage, can this marriage be saved, diskutierte diese Fälle aus Popenoes Beratungspraxis und kam auch als Buch raus, wie Sie hier im Bild sehen. Sein Institut, das von 1940 bis 1977 eine eigene Zeitschrift, Family Life, die sehen Sie auch hier im Bild, herausgab, mit dem Nachweis, dass sie in der Bibliothek von Verschürs stand nach 1951 in Gelb. Also dieses Institut nahm einen steilen Aufschwung und konnte nach 20 Jahren nach Gründung verkünden, man habe nicht weniger als 37 Ehe- und Familienberater beschäftigt. Binnen Jahresfrist leiste man Beratung an etwa 4.500 Personen mit insgesamt 10.000 einstündigen Sitzungen. Und Sie sehen es, 1960 ist die Zahl nochmal gestiegen, 5.000 Klienten, 15.000 Beratungsstunden, 70 Berater. Auf der anderen Seite des Atlantiks begann Verschür nach 1945 sich eine zweite Karriere aufzubauen und gründete mit Unterstützung der evangelischen Kirche 1948 eine Eheberatungsstelle in Frankfurt am Main. Popenoes Familienberatungsinstitut stand dabei Pate, wie Verschür dem Kollegen in Übersee 1946 mitteilte, als er bereits in den Planungen für diese Stelle war. Zitat, ich hoffe, etwas Ähnliches hier in Deutschland einrichten zu können, denn die Heilung der Schäden, die in den Ehen und Familien aufgetreten sind, erscheint mir ebenso wichtig wie der Wiederaufbau zerstörter Städte. Durch die Fehler, die bei uns in der eugenischen Eheberatung gemacht wurden, ist besonders klar geworden, dass Ehe und Familie auf eine christliche Grundlage wiedergestellt werden müssen und deshalb eine Mitarbeit der Kirche erforderlich ist.
Bei dem Projekt ging es Verschür fraglos um die Generierung eines eigenen Einkommens und die praktische Anwendung seiner erbbiologischen Kenntnisse. Das zeigt das zweite Zitat. Vererbungsvoraussagen können heute in manchen Fällen absolut sicher gemacht werden. Verwandtenehe ist in erblich belasteten Familien eine Gefahr für die Kinder. Wie wichtig wäre es, wenn Eltern ihre Kinder vor solchen Gefahren rechtzeitig bewahren? Insgesamt 34 Beratungsfälle der Jahre 1948 bis 50 sind dokumentiert bei ehelichen Unstimmigkeiten, Ehebruch, Entfremdung der Ehepartner und Gewalt in der Ehe. Rechtzeitige Beratung diente Verschür dazu, Ehescheidung unbedingt zu vermeiden, wobei er sich an Popenos Beratungskonzept, der ja auch Ehescheidung unbedingt vermeiden wollte, orientierte. Die Tätigkeit als Leiter der Eheberatungsstelle der Inneren Mission in Frankfurt stellte nur ein bislang unbekanntes Intermezzo im Leben des Erbforschers dar. Im Jahr 1951 erreichte er bekanntlich seine Berufung auf den neu gegründeten Lehrstuhl für Humangenetik in Münster und begann mit dem Aufbau eines eigenen Instituts. Auch in Münster setzte Verschür neben der Fortführung seiner Zwillingsforschungen und dem Aufbau eines regionalen Humangenetikregisters zur Erfassung von Erbkrankheiten in den Familien der Region seine eugenischen Ehe- und Familienberatungen fort. Hierüber sind insgesamt 31 Fallakten aus den Jahren 1952 bis 1963 erhalten. Bei den Eheberatungen vor der Eheschließung zeigt sich, dass Verschür erneut überwiegend positiv entschied und zumeist keine Bedenken gegenüber einer Eheschließung äußerte. In den meisten Fällen handelte es sich erwartungsgemäß um Verwandtschaftsehen. Zudem stand die Frage der Erblichkeit von Erkrankungen wie Schizophrenie oder Lippenkiefer-Gaumenspalte im Raum. In nur 4 Fällen artikulierte Verschür Bedenken, überließ jedoch, und auch das ist wieder wichtig, dem Paar letztendlich die Entscheidung. Vergleicht man seine erbbiologische Beratungspraxis vor und nach 1945, so stellt man kaum eine Veränderung fest. Er argumentierte immer aufgrund eines weit gefassten Sippenbefundes, das heißt, er sammelte alle verfügbaren Informationen über die Familie und ließ von seinen Mitarbeitern Sippentafel der Untersuchten erstellen. Und wenn Sie schauen, technisch sieht es genauso aus, wie die wir vorher gesehen haben aus den 40er Jahren, diese Sippentafeln, Formulare bleiben sich einfach gleich. Auffällig ist immer noch, wie unsicher weiterhin der Wissensstand über Vererbungsprozesse war, wie offen der Humangenetiker auch mit dieser Unsicherheit argumentierte und diese dann im Zweifel zugunsten des Paares wertete. Dabei hielt Verschür auch nach 1945 an der gesunden Kernfamilie als Fixpunkt seiner erbbiologischen Beratung fest, sodass der Wille zur Eheschließung in seinen Augen letztlich mögliche Bedenken überwog. So erläuterte er 1958 dem Vater einer zur Ehe entschlossenen jungen Frau, Sie sehen das Zitat hier im Bild, zeigt sich bei den beiden nach reiflicher Prüfung, dass sie trotz der Bedenken zur Ehe entschlossen sind, dann dürfen sie getrost ihres Weges gehen, mit dem Bewusstsein, alle Fragen verantwortlich geprüft zu haben. Beide dürfen in der Hoffnung sein, mit größter Wahrscheinlichkeit gesunde Kinder zu empfangen. Sollte ihnen dieses Glück jedoch versagt sein, brauchen sie kein Schuldgefühl zu haben, da ihnen der Verzicht im Hinblick auf die Nachkommenschaft nicht zur Pflicht gemacht worden ist. Die Ratsuchenden und ihre Familien zeigten hingegen noch bis in die 1960er Jahre hinein starke Beeinflussung durch die Prinzipien der NS-Eugenik. Sie sorgten sich, Träger kranker Erbanlagen zu sein, weniger wert zu sein oder nach der Geburt eines Kindes stigmatisiert zu werden, also eines kranken Kindes, wenn sie das jetzt auch nicht mehr als Problem in der Volksgemeinschaft rahmten, aber eben doch weiterhin ein Problem, was sie beschäftigt. Sie führten dazu an, dass insbesondere Eltern und Verwandten Bedenken äußerten und weswegen sie überhaupt erst eine Beratung in Anspruch nehmen würden. Die Nachwirkungen der NS-Reproduktionspolitik prägten indes auch Paare, die um eine humangenetische Beratung baten, da sie Angst vor der Geburt weiterer Kinder mit Behinderung hatten. Diesen Sorgen begegnete Verschür mit seinen Bestrebungen zur Etablierung einer, wie er es nannte, Eugenik auf christlicher Grundlage in den 1950er und 60er Jahren. Er engagierte sich im eugenischen Arbeitskreis erneut der evangelischen Kirche und plädierte dort für das geplante Gesetz zur Legalisierung eugenischer Sterilisation. Das kam dann nachher nicht zustande, aber er war dafür. In Vorträgen, Aufsätzen und seiner 1966 erschienenen Monographie Eugenik, kommende Generationen in der Sicht der Genetik, erläuterte Verschür seine Vorstellungen einer humanen Eugenik durch eugenische Eheberatung, humangenetische Untersuchungen von Eltern behinderter Kinder und die unbedingte Kopplung von Eheschließung und Reproduktionsverpflichtung. Zitat,
Aus eugenischen Überlegungen ist die Frühehe erwünscht, aber nicht die Frühehe unter Geburtenbeschränkung. Vielmehr muss dringend geraten werden, dass eine Ehe erst geschlossen wird, wenn mit ihr die Möglichkeit einer Familiengründung verbunden ist. Diese Voraussetzung in jeder Weise zu schaffen, ist somit eine wichtige eugenische Forderung. Die kinderreiche Familie war für ihn weiterhin Basis der Gesellschaft, jenseits romantischer Neigung oder hedonistischen Lebensgenusses. Wobei er 3 bis 4 Kinder im Abstand von je 2 Jahren als optimal ansah. Damit propagierte der Humangenetiker bewusst ein sehr traditionelles Familienbild mit dem Paar als Reproduktionsinstanz und biologistisch determinierten Geschlechterrollen. Eine ähnliche Programmatik findet sich auch in Popenos Schriften der 50er und 60er Jahre, allerdings unter Verzicht auf die christliche Rahmung. Sein Ziel der Verbesserung der biologischen Substanz der amerikanischen Familie durch Eugenik rahmte er nun in einer neutraleren Terminologie, etwa in seinen fallbezogen argumentierenden Ehe- und Familienratgebern. Can this marriage be saved? Oder Sex, Love and Marriage? Ein wichtiges Mittel dazu war die Paarberatung, wobei die gesunde, harmonische Ehe auch für ihn die Basis der Gesellschaft blieb. Since the success of marriage is so important, both to the individual and to society, men and women should be taught how to put together these 3 elements, sex, love and marriage, and keep them together. Seine Ausführungen über die Bedeutung von Liebe und Sexualität als Grundvoraussetzung einer gelingenden Ehe verband er weiterhin mit dem Bekenntnis zu klar getrennten, natürlichen Geschlechterrollen. So müsse die Ehefrau verstehen, that it is primarily the wife's responsibility, a response which gives the husband proof of his masterfulness, his virility, and therefore makes him admire himself as a real man. Diese Biologisierung der Paarbeziehung durch Popenoe und Verschuer fiel zeitlich in den Kontext der Einführung der Pille in den USA und in der BRD 1960 bzw. 61, was den Blick der Experten auf Reproduktion deutlich änderte, da nun die Verknüpfung von Sexualität und Reproduktion aufwendig begründet werden musste. Auch die zeitgleiche Diskussion um die vermeintliche Bevölkerungsexplosion und die Frage von Qualität und Quantität von Bevölkerungen bildete einen Referenzrahmen, der in den USA allerdings bedeutender ausfiel als für die Bundesrepublik. Verschuers und Popenoes Verteidigung des Paares als Reproduktionsinstanz kann damit auch als Abwehrgefecht gegen eine Liberalisierung und Pluralisierung reproduktiven Entscheidens und die Durchsetzung von Frauenrechten gelesen werden. Hierfür spricht, dass mit dem Tod der beiden Protagonisten 1969 und 1979 auch ihre Ehe- und Familienberatungsinitiativen in der Versenkung verschwanden. Nicht so allerdings das von Verschuer begründete Genetikregister zur Identifikation von Erbkrankheiten aller Familien des Regierungsbezirks Münster. Aber das wäre ein anderer Vortrag. Kommen wir zum Schluss. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich? Kontinuitäten in der Konzeption von Ehe und Familie im 20. Jahrhundert. Und ich denke, das ist wichtig, weil hierauf quasi aufruht, was wir in den nächsten Vorträgen zur Konzeption von Ehe und Paar und Familie in der DDR und in der BRD besprechen werden. In beiden Ländern rekurrierten Sozialexperten in der Nachkriegszeit auf biologistische Vorstellungen von Familie im Umgang mit Reproduktion und Verhütung, Gesundheit und Krankheit. Während Popenoes Eheratgeber und auch die Beratungspraxis seines Institutes die Vereinbarkeit von moderner Gesellschaft und traditionellen Werten verhießen und gewissermaßen subkutan die Botschaft einer positiven Eugenik im Rahmen der intakten weißen Mittelschichtfamilie vermittelten, setzte Verschuer aus erbbiologischer Perspektive bei der Familie an. Auch er verband den Versuch der Ausschaltung von Erbkrankheiten aus dem deutschen Genpool mit der Förderung der patriarchalen, kinderreichen Kernfamilie als Antwort auf die Herausforderungen der Moderne, wie seine erbbiologische Eheberatungspraxis und seine Vorträge und Publikationen zur Eugenik nach 1945 erweisen. Damit zeigt sich für den hier betrachteten Ausschnitt des transnationalen Nachdenkens, Beratens und Entscheidens über Familie und Reproduktion kein Wertewandel oder deutlicher Bruch nach 45, also Wertewandel ab 1965, Bruch nach 45, sondern im Gegenteil eine langfristige Kontinuitätslinie. Im Fortwirken biologistischer Konzepte von Familie, Ehe und Geschlechterrollen und deren Kopplung an die Verantwortung des Einzelnen für die Gesunderhaltung der Gesellschaft zeigen sich langfristige Nachwirkungen der Eugenikbewegung und ihrer transnationalen und personalen Verflechtungen. Auch blieb die erbgesunde Familie weiterhin die Zielvorstellung vieler Klientinnen und Klienten, welche den Rat der Experten für die Planung ihres Nachwuchses selbstbewusst in Anspruch nahmen. Die Tatsache, dass hier bis weit in die 1970er Jahre hinein normative Werte in Gestalt von Familienkonzepten und Geschlechterrollen an vermeintlich objektiv messbare Vorstellungen von Qualität gekoppelt wurden,
mittels der Einteilung in erwünschten und unerwünschten Nachwuchs, der Unterscheidung zwischen Gesundheit und Krankheit, einer sozialproduktiven und einer sozialpathologischen Familie, unterläuft die Theorie eines gesamtgesellschaftlichen Wertewandels Mitte der 60er Jahre. Diese Biologisierung der Ehe, ihre Bindung an traditionelle Geschlechterrollen und die Verpflichtung zur Produktion von Nachwuchs hinterließen, so meine abschließende These, langfristige Spuren in der Diskussion um Ehe, Familie und Reproduktion. Die Folgen der Konzeption des Ehepaares als Reproduktionsinstanz und Hort traditioneller Geschlechterrollen zeigten sich in beiden Ländern während der 1970er Jahre in den Auseinandersetzungen um eine Reform der Ehescheidung vor allem die Neuregelung der Abtreibung. Teilweise mit Kontinuitäten bis zum heutigen Tag. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte heute eine besondere Form der Paarbeziehungen in Ost- und Westdeutschland etwas genauer besehen, und zwar konkret die Partnerwahl außerhalb der eigenen Herkunftsgruppe. Damit geraten solche Paarbeziehungen in den Blick, die als inter- bzw. bikulturell, binational oder auch interethnisch, mitunter auch herkunftsexogam bezeichnet und im Englischen meist unter dem Rubrum Mixed Marriages oder Intermarriages subsumiert werden. In den Blick geraten damit die Auswirkungen der Präsenz von Millionen von Migrantinnen und Migranten im geteilten Deutschland. Anhand der Historisierung des exogamen Heiratsverhaltens wird es möglich, Transformationsprozesse der deutschen Gesellschaften nach 1945 zu konturieren. Möchte ich in einem ersten Teil nachvollziehen, in dem es etwas zahlenlastig wird. Es ist aber nötig, um klarzumachen, worum es eigentlich geht. Es geht bei einer solchen Perspektivierung immer aber auch um die Historisierung zeitgenössischer Verhandlung von Zugehörigkeit und um Auseinandersetzungen mit nationaler und kultureller Differenz, und zwar auf intimen Gebiet. Heute wird national und kulturell grenzüberschreitendes Heiraten gern zur Symbolisierung multikulturellen Zusammenlebens bemüht, ob in Filmen oder Büchern, um die Effekte eines Culture Clash aufzugreifen. Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler ziehen den Anteil solcher Eheschließungen dann gerne als Indikator der Integration bzw. als Assimilationsgrad bestimmter Gruppen heran, als Ausdruck eines kulturellen Wandels. Die beteiligten Akteure gelten ihnen dann als direkte zwischenmenschliche Kontaktstelle zwischen den Kulturen. Ein solches Einordnen dieser Paarbeziehung war und ist allerdings nicht unumstritten. Denn mit dem Gegenstand rücken Paare abseits der Norm, also der herkunftsendogamen innerethnischen Paarbeziehung, in das Blickfeld. Eine, wenn man so möchte, abweichende Variante der Paarbeziehung, wobei diese Abweichung zeitgenössisch ganz unterschiedlich konnotiert worden ist. Ich möchte daher im zweiten Teil meiner Ausführungen prominente zeitgenössische Debatten, Diagnosen und Konnotationen beleuchten, exemplarisch gebündelt mit Hilfe von drei Dimensionen. Bei all den Zahlen, die Sie gleich sehen werden, sei deren begrenzte Aussagekraft für die historische Rekonstruktion interkultureller Paardynamiken erwähnt. Ich betrachte heute nur Eheschließungen, und zwar nur solche, die auf deutschen Standesämtern geschlossen wurden. Heiraten im Heimatland des jeweiligen Partners sind ebenso wenig erfasst wie Eheschließungen in einem Drittstaat. Somit bleiben auch eheähnliche Formen des Zusammenlebens ohne Trauschein eben außen vor. Ebenso muss das auch für homosexuelle, binationale Verbindungen gelten. Auch die Frage nach der tatsächlichen Veränderung beider deutscher Gesellschaften durch solche Eheschließungen ist nicht ohne weiteres zu beantworten, ist doch von einem großen Teil von Wegzügen nach Eheschließungen auszugehen, etwa 60-80% in den 1970er und 80er Jahren. Beziehungsgestaltung, also ein wichtiger Fokus dieser Tagung, kann in meinem Vortrag deswegen nur fragmentarisch rekonstruiert werden. Ungeachtet aller dieser Einschränkungen in der Aussagekraft sind doch markante Dynamiken erkennbar. Der Bundesrepublik nahm die Anzahl binationalen Ehen stetig zu. Waren es in absoluten Zahlen zu Beginn der 1950er Jahre mehr als 10.000 binationale Eheschließungen jährlich, wurde die 20.000 Marke 1967 die 30.000er 1988 geknackt, vor allem aber der hier zu sehende relative Anteil an binationalen Eheschließungen, an insgesamter Eheschließung stieg kontinuierlich an, wie hier zu sehen. Die historischen Kontexte dazu nur kurz umrisshaft schlaglichtartig. Aufschwung, Arbeitskräftemangel, Anwerbeabkommen, Arbeitsmigration, vorrangig aus dem katholisch geprägten Süden Europas,
eine Verdopplung der ausländischen Wohnbevölkerung zwischen 1968 und 1973 von 2 auf fast 4 Millionen. Sodann Anwerbestopp, Rückkehrerhilfegesetz und steigende Asylbewerberzahlen in den 80er Jahren. Dann der Zusammenbruch des sogenannten Ostblocks und Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Hier nur 4 Punkte, die sich anhand dieser Zahlen ablesen lassen. Deutlich wird erstens eine Lockerung des Endogamie-Gebotes. Die beständige Zunahme binationaler Ehen im Verhältnis zur Gesamtzahl von Eheschließungen ist zwar partiell auch aus dem Rückgang von Eheschließungen insgesamt zu erklären. Und dennoch ist die quantitative Zunahme Veränderung bemerkenswert. Schon Ende der 1980er Jahre war knapp jede 10. auf einem bundesdeutschen Standesamt vorgenommene Ehe eine solche mit binationaler Beteiligung, mit deutscher sozusagen Beteiligung eines deutschen Partners, einer deutschen Partnerin. Zweitens sind massive regionale Schwankungen und Stadt-Land-Unterschiede zu vermerken. Hier nur seit den 1970er Jahren für einige bundesdeutsche Großstädte abgebildet. Hier war, wie etwa in München, Ende der 1980er Jahre gar jede 5. Ehe eine binationale mit deutscher Beteiligung. Im Vergleich dazu hier gelb markiert, ein Bundesland wie Rheinland-Pfalz, das ähnlich wie Hessen oder auch Niedersachsen vergleichsweise niedrige Zahlen. Drittens, Geschlecht ist zentrales Ordnungsprinzip der Migration, und zwar bezogen auf den Arbeitsmarkt, aber auch auf Vorbehalte und Ängste, die durch Wanderungsbewegung ausgelöst werden. Aufschlussreich ist ein Blick auf den Anteil ausländischer Männer unter den Eheschließungen und die Änderung der Verhältniszahlen. Zunächst und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren es vor allem die Soldaten der Besatzungsmächte und später männliche, vor allem männliche Arbeitsmigranten als Ehegatten. Dieser Umstand verweist auf die erhebliche Knappheit an männlichen Bewerbern auf dem Heiratsmarkt, aber eben auch auf die unausgeglichenen Geschlechterproportionen bei der ausländischen Wohnbevölkerung. Das Herausheiraten vor allem von deutschen Frauen änderte sich jedoch sukzessive und nahm ab. Dieses Bild einer Verschiebung zeigt sich dann in Städten wie etwa West-Berlin sogar noch einmal deutlicher. Viertens. Die Partnerwahl unterliegt einem Set von verschiedenen Regeln und Restriktionen, ist abhängig von Opportunitätsstrukturen und der jeweiligen Heiratsneigung, die wiederum durch kulturelle, soziale Faktoren und individuelle Partnerwahlpräferenzen strukturiert wird. Für die Geschichte der Bundesrepublik ist eine zunehmende Diversifizierung bei der Verteilung der Herkunftsländer erkennbar, was wiederum geschlechtsspezifisch zu differenzieren ist. Männer, wie hier zu sehen, mit bundesdeutscher Staatsangehörigkeit bevorzugten, nachdem viele Jahre noch Österreicherinnen und danach Jugoslawinnen an der Spitze rangierten, bald andere Herkunftsländer. Markant ist der Boom etwa von Eheschließungen mit Frauen von den Philippinen und aus Thailand seit dem Ende der 70er Jahre, sodann aber auch aus Osteuropa und hier vor allem aus Polen. Bei westdeutschen Frauen sah das Bild wesentlich anders aus. Der Bedeutungsrückgang von Ehepartnern aus Südeuropa, Großbritannien und den USA stand einem gleichzeitigen Anstieg von Ehepartnern aus der Türkei, Asien und nordafrikanischen Staaten gegenüber. Blicken wir nun vergleichend in die DDR, waren die Zahlen binationaler Ehen seit den 1960er Jahren leicht steigend, ehe sich die relative Größe bei knapp 3% aller Eheschließungen einpegelte und damit doch deutlich unter den bundesdeutschen Werten lag. Besonders bemerkenswert, insbesondere für die Behörden, für die Machthaber, war die Frage, woher die Ehepartner, Ehepartnerinnen stammen. Gemäß der zeittypischen statistischen Zweiteilung nach sozialistischen und nichtsozialistischen Staaten ist eine deutliche Akzentverschiebung zu beobachten. Hintergrund waren hier die humanitären Erleichterungen im Zuge der KSZE-Folgeverhandlungen. Diese führte zu einer Nivellierung der Unterschiede seit etwa 1984. Es wurden zunehmend Ehen mit Westdeutschen und Westberlinern und Berlinerinnen geschlossen, seit 1984 dann eben erheblich, was auch erklärt, warum jene Zahlen in diesem vertraulichen Dokument dick mehrfach unterstrichen mit einem Ausrufezeichen versehen wurden. Eine geschlechtliche Verteilung geht aus dieser Aufstellung zwar nicht hervor, doch dominierten die DDR-Frauen bei solchen Eheschließungen vermutlich deutlich. Beachtenswert ist sicherlich der Fall Kuba. Wegen langer Wartezeiten waren viele Familien und zunehmend Kleinkinder von verzögerten Eheschließungs- und Übersiedlungsverfahren betroffen. Ja, und erst mit bilateralen Abkommen agierten die Behörden auf beiden Seiten kulanter,
was die rapide steigenden Eheschließungszahlen seit Anfang der 1980er Jahre erklärt. Ich möchte nun anhand von drei Punkten die zeitgenössische Wahrnehmung und den Umgang mit diesen Paarbeziehungen etwas genauer vertiefen, aus zeitlichen Gründen allerdings auch hier nur schlaglichtartig. Erstens. Binationale Eheschließungen verweisen auf komplexe privatrechtliche und humanitäre Fragen, etwa bezüglich des Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrechts. Im April 1953 wurde der zunächst noch gültige Passus aus dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahre 1913, wonach die deutsche Ehefrau bei einer Eheschließung mit einem Nichtdeutschen ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlor, schließlich aufgehoben. Mit einem solchen Zugewinn an weiblicher Selbstbestimmung ging aber kein sofortiger Abbau von tradierten Vorbehalten bei fremden Heiratspartnern aus bestimmten Herkunftsländern einher. Und zwar zum einen auf familiärer Ebene. Hüben wie drüben lassen sich unzählige Anfragen von besorgten Vätern oder Brüdern an die involvierten Behörden finden, wobei die Art der Artikulation von Sorgen doch recht ähnlich war. Ob nun vom Gütersloher Oberstudienrat hervorgebracht, dessen Tochter einen promovierten nigerianischen Juristen im Jahre 1962 zu heiraten gedachte, oder von einem Leipziger Angestellten, dessen Tochter wiederum einen syrischen Naturwissenschaftler das Jawort geben wollte im Jahre 1978. Andererseits ist neben familiärer auch eine unverkennbare Skepsis in den zuständigen Behörden augenfällig. Juristische Informationsblätter warnten bis in die 1970er Jahre hinein mehr oder weniger deutlich vor Ehen, wenn deutsche Frauen ausländische Partner wählten. Standesbeamte sahen sich verpflichtet, bei Eheschließung vor allem mit, Zitat, Orientalen, Andersgläubigen und Fremdstaatigen an das alte Sprichwort zu erinnern, drum prüfe, wer sich ewig bindet. So eine Broschüre aus den späten 60er Jahren, die das tatsächliche reservierte standesamtliche Tun zumindest in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten durchaus treffend beschreibt. Das Aktenstudium lässt viele Fälle von Verzögerungen und auch von Verlangsamungen erahnen, gerade bei der Beteiligung von muslimischen Verlobten. Rassistische, kulturelle und religiöse Vorurteile waren zumindest in den Anfangsjahren der Bundesrepublik durchaus üblich. Im Vorfeld solcher Eheschließungen oder auch im präventiven Umfeld ist dann oftmals ein Zusammenwirken von Bundesämtern, Standesämtern und kirchlichen sowie sonstigen Beratungsstellen erkennbar. Gerade die Kirchen, kirchliche Vertreter, wandten regelmäßig eindrücklich vor einem derartigen Schritt und einer Naivität auf Seiten der Frau, richteten in paternalistischem Duktus Mahnrufe an die Eltern und sprachen bis in die frühen 1980er Jahre hinein teils unverhohlenen rassischen Unterschieden. Man erkennt also hier eine Biologisierung des Intimen, wenn auch gleich sozusagen hier mehr Gelassenheit im behördlichen Kontext zu erkennen ist. Auffällig auch im öffentlichen Diskurs ist jedenfalls eine argumentative, eine tradierte Trias aus Polygamie, Gewalt und einer möglichen Verstoßung und massiven Problemen im Falle einer Ehescheidung. Dieser Dreiklang war lange Zeit üblich, allerdings zunehmend mit Bedacht darauf, in diplomatischer Hinsicht nicht die jeweiligen Heimatländer zu verärgern. Illiberale Kontinuitäten jedenfalls in der administrativen Praxis gegenüber nichtdeutschen, bestimmten nichtdeutschen Ehepartnern sind zunächst kaum zu übersehen und wohl auch wenig überraschend, büßten aber zunehmend an Bedeutung ein, freilich ohne gänzlich zu verschwinden. Auch in der DDR lassen sich Anpassungs- und Lernprozesse beobachten. Zunächst wurden Ablehnungen von unliebsamen Ehekonstellationen noch deutlicher kommuniziert, wenn etwa 1965 in Leipzig das Heimatland eines kongolesischen Verlobten als eines voller, Zitat, Menschenfresser beschrieben wurde. In der Folgezeit wurden Absagen jedoch subtiler vorgetragen, wenn vom, Zitat, Leben in der Großfamilie, der Zulässigkeit von Polygamie oder schlicht der Vielweiberei die Rede war. Allerdings sollten etwa Ehen mit mosambikanischer Beteiligung auch noch in der späten DDR bis kurz vor dem Mauerfall, so zumindest die Maßgabe des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, Zitat, möglichst vermieden werden. Folglich überraschen die zahlreichen Beschwerden über unbegründete behördliche Verzögerungen, mündliche Zurückweisungen und Vertröstungen, gerade bei der Beteiligung afrikanischer und muslimischer Männer, bis zum Mauerfall kaum. Zweitens. Mit den ausgehenden 1970er Jahren rückte angesichts steigenden Zahlen von MigrantInnen mit der Debatte um die Papier-, Zweck- oder Scheinehen
ein nicht neues Phänomen in den medialen, politischen und juristischen Blick, was aber nun aktualisiert wird. Eine Eheschließung mit einer bzw. einem deutschen Staatsangehörigen bot nämlich ökonomische, politische, rechtliche und soziale Vorzüge, wie etwa die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, die Aufenthaltsberechtigung oder auch ein erhöhter Ausweisungsschutz, anders als in einer nicht eingetragenen Partnerschaft, die immer Rechtsunsicherheiten nach sich zog. Dieser Umstand wurde in einzelnen Behörden durchaus mit Skepsis beäugt. Der Innensenator von West-Berlin, etwa Heinrich Lummer, berichtete dem Bundesinnenminister in den frühen 1980er Jahren, 3 von 4 aller binationalen Ehen seien lediglich Zweck- oder Scheinehen, wobei er die Quote bei afrikanischen Partnern gar bei 95% ansetzt. Um Missbrauch vorzubeugen, empfahl er daraufhin im Frühjahr 1981 den West-Berliner Standesbeamten, ihre Mitwirkung bei einer Eheschließung abzulehnen, dann, wenn hinreichende Anhaltspunkte für die Erlangung der Aufenthaltserlaubnis vorliegen. Hohe Wellen schlugen in diesem Zusammenhang Medienbeiträge, wonach afrikanische, also Menschen mit afrikanischer Herkunft, Prostituierte ehelichten, um in Deutschland bleiben zu können. Umgekehrt hoben Medienbeiträge neben missbrauchtem Asylrecht auch immer wieder auf das Thema des Frauenhandels ab. Ein Sonderfall war das der sogenannten Katalogehen, also zwielichtige Heiratsagenturen, die für deutsche Männer vor allem südostasiatische Ehepartnerinnen zu vermitteln suchten. Jenes Misstrauen diente aus Sicht vieler Betroffener zur Begründung repressiver ausländerrechtlicher Maßnahmen. Das sogenannte Zahnbürstenzählen galt ihnen als Schnüffelei, als Eingriff in die Grundrechte. Es stand für Kriminalisierung und Generalisierung eines Rechtsmissbrauches, wobei wirkliche Missbräuche, Einzelfälle sozusagen hochgespielt worden wären und das Phänomen dadurch in der Öffentlichkeit als eigentliche Randerscheinung entsprechend verstärkt. Die Frage indes, was nun wirklich eine echte, eine Liebesehe sei, beschäftigte auch die DDR-Behörden. Verstärkt seit dem Mauerbau erfolgte die Überprüfung, ob bei einem Ehepartner aus dem sogenannten nicht-sozialistischen Ausland auch wirklich ein echtes Verhältnis vorlag. Denn eine Vermählung war für die Behörden gleichbedeutend mit dem vordergründigen Ziel einer ständigen Ausreise. Was besonders dann schmerzte, weil ein Großteil hiervon eben junge, arbeitsfähige und gut qualifizierte Frauen waren. Zudem notierten Behörden immer wieder Versuche, während Urlaubsaufenthalten in sozialistischen Ländern, etwa Ungarn oder Bulgarien, mit Westdeutschen die Ehe anzubahnen, um dadurch Reisegesetze umgehen zu können. Die zuständigen Dienstzweige von Volkspolizei und Staatssicherheit waren jedenfalls aufgerufen, genauestens und im Einzelfall abzuwägen, ob nun ein dauerhaftes und echtes Verhältnis zwischen den Verlobten bestand oder nicht. So unterlagen die Eheantragsverfahren einer straffen Kontrolle, damit wertvolle Arbeitskräfte nicht auf diese Weise verloren gingen. Die Zahlen zu Beginn verdeutlichen diesen Anspruch sicherlich noch einmal. Stehen mit institutionellen Regulierungen sowie der doch breit geführten Scheinehendebatte politische, rechtliche und kulturelle Normen im Blick, die den Grad der Akzeptanz, aber auch Versuche der Delegitimierung solcher Paarbeziehungen tangieren, ergänzen drittens die Praktiken der Paare das Bild. Und diese konnten unter bestimmten Voraussetzungen durchaus ihre Ehepläne geltend machen und umsetzen, ungeachtet behördlicher oder sozialer Hindernisse. Die Agency der Betroffenen zu berücksichtigen, greift die Forderung der jüngeren Migrationsgeschichte auf, um einen allzu staatsfixierten Blickwinkel überwinden zu können und dadurch die Autonomie der Akteure, Strategien der Selbstbehauptung deutlich zu machen. Dies hilft uns dabei, die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten intimer Beziehungen, etwa auch das Insistieren auf sozialen, auf humanitären Bürgerrechten in die historische Analyse zu integrieren. Der Bundesrepublik spielte eine wichtige Rolle für die Sichtbarmachung jener Rechte. Die 1972 gegründete IAF, die Interessensgemeinschaft für mit Ausländern verheirateten Frauen, als Vorgängerinstitution des heutigen Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften. Der Verein um seine Vorsitzende Rosi Wolf Almanasre, damals auch häufiger Gast in Fernseh- und Radiosendungen, füllte eine Lehrstelle, indem er gemischt nationale Ehen Hilfen zur Selbsthilfe bei juristischen, kulturellen, sozialen und psychologischen Anliegen bot. Dazu gehörte immer auch das Beklagen administrativer Verzögerungstaktiken, patriarchalischer Grundeinstellungen unter Standesbeamten
und Diskriminierung mit bisweilen skandalösen Ausmaßen, wie etwa die Aufforderung, ein Potenzzeugnis vorzulegen, wie 1977 in Frankfurt am Main geschehen. Das Recht auf freie Gattenwahl sei durch solche und andere Hürden, so die Aktivistinnen der IAF und später auch Aktivisten, in der Praxis in Frage gestellt. Die Eheschließung würde dadurch zu einem Spießrutenlauf, so der Tenor, der sich einreiht in die Kritik an einer zunehmenden Fremdenfeindlichkeit und unterlegt war mit Forderungen nach notwendigen ausländerpolitischen Kurskorrekturen. Freilich betrieb der Verband keineswegs nur eine Romantisierung und Verklärung solcher Paarbeziehungen, sondern wies etwa auch auf Probleme wie Kindesentführungen hin. Seminare, Arbeitskreise, Kindergruppen oder Petitionen an den Bundestag. Auf vielfältige Weise machte die IAF Werbung für eine normalisierte Sicht auf diese Familien. Die Umstrittenheit dieses Engagements wird deutlich, wenn die zahlreichen Drohbriefe aus der Überlieferung gesichtet werden, die dann wiederum der Anerkennung gegenüberstehen, wie dem Bundesverdienstkreuz, das dem Verband 1987 verliehen wurde. In der DDR existierten vergleichbare Vereinigungen von unten nicht. Auch hier ist ein Wechselspiel zu erahnen aus Alltagsrassismus, sozial sexualisiert kolonialrassistischen Vorstellungen auf der einen Seite, dem Eigensinn der Verlobten auf der anderen Seite, die sich diesen Einschränkungen zu entziehen versuchen. So häuften sich ab den 1970er Jahren Eingaben wegen abgelehnter Anträge auf Eheschließung. Der Unmut Betroffener richtete sich entweder gegen die inneren eigenen Behörden oder aber gegen jene der Herkunftsstaaten der jeweiligen Verlobten. Diese waren nämlich in der Regel an einer Rückkehr ihrer Bürgerinnen und Bürger nach dem Studium oder der Facharbeiterausbildung in der DDR interessiert, was deren bis in die 1980er Jahre hinein doch rigorosen Ablehnungskurs bei solchen Eheanträgen begründet. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger der DDR wollten sich allerdings damit abfinden. Hier sehen wir einen Auszug eines Briefes, der das Unverständnis eines Ostberliners transportiert, denn zuvor noch war sein Antrag auf Eheschließung mit einer vietnamesischen Staatsangehörigen abgelehnt. Liebesbeziehungen sind nicht reglementierbar, heißt es da, sodann wird an die Solidarität unter den sogenannten Brudervölkern appelliert. Lapidar antworten ihm die zuständigen Behörden, eine Einmischung in die Belange anderer Staaten sei unmöglich. Vielmehr bestehe im Zuge des Wiederaufbaus in Vietnam die, Zitat, internationalistische Pflicht der DDR darin beizutragen, ausgebildete Kader zurückkehren zu lassen, um eben an jenem Wiederaufbau teilhaben zu können. Ganz ungehalten war eine Frau aus Witterda in Thüringen, deren Antrag auf Eheschließung mit einem Algerier abgelehnt worden war. Sie beschwerte sich 1974, und das ist nur ein Beispiel von sehr vielen, Zitat, Fragen, die über das weitere Leben von Menschen entscheiden, müssen mit außerordentlicher Sorgfalt behandelt werden. Man kann sie nicht auf schriftliche Aussagen gestützt im Schreibtischsessel lösen. Es ist erforderlich, dass die Mitarbeiter im Staatsapparat, die über die Zukunft von Menschen entscheiden, sich der hohen Verantwortung bewusst sind, die ihre Aufgaben mit sich bringen. Ihre Hartnäckigkeit und ihre dezidierte Behördenkritik sollte sich lohnen, denn nach 2 Jahren Wartezeit wurden Eheschließungen und Ausreise schließlich genehmigt. Ich komme damit zum Schluss. Anhand der Sonde des binationalen oder auch interkulturellen habe ich versucht, den Wandel der Paarbeziehungen in Ost und Westen in den Blick zu nehmen. Gemischnationale Ehen sind Signa einer Individualisierungstendenz nach 1945. Nach Kriegsende erweiterten sich Wahlmöglichkeiten und Wahlchancen auf dem geteilten deutschen Partner- und Heiratsmarkt in ungekanntem Maß. Demokratisierung dehnte sich zumindest in der Bundesrepublik zusehends auch auf Bereiche des persönlichen Lebens aus. Individuen konnten nun bezogen auf persönliche Lebensentscheidungen zunehmend autonomer agieren. Im Zuge fortschreitender Liberalisierung und beschleunigter Individualisierungsdynamiken veränderte sich auch insgesamt öffentlich die Einstellung zu grenzüberschreitenden Paarbeziehungen. Dies bedeutet allerdings keineswegs, dass etablierte Kommentierungsweisen von abweichenden individuellen Partnerentscheidungen gänzlich verschwunden wären. Debatten um Schein- bzw. Zweckehen, die Einschätzung über die Echtheit ehelicher Gefühle, verschleppte Antragsverfahren bei der Beteiligung bestimmter männlicher, vor allem männlicher Ehepartner, Stichwort Intersektionalität, sowie die personellen wie mentalen Kontinuitäten in den Behörden, all das deutet vielmehr auf fehlende Individualisierungsakzeptanz, illiberale Überhänge und auch Grenzen von Inklusionsdynamiken, aber eben auch Lernprozesse von Behörden und Gesellschaft, die es künftig noch genauer vergleichend, also im deutsch-deutschen Vergleich, zu untersuchen gibt.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich freue mich sehr, jetzt die Sektion über Ehen und außereheliche Verbindungen zu moderieren. Die Tagungsregie hat sich einen kleinen Spaß mit mir erlaubt, indem sie mir das Vergnügen macht, eine Sektion zu moderieren, die weitgehend aus Münchner Kolleginnen besteht. Wir hören jetzt drei Beiträge von Lisa Dittrich von der LMU über Liebes- und Ehevorstellungen in Ost- und Westdeutschland, also eine Sache, die uns auch am ZZF immer mal wieder beschäftigt, von Eva Schäfler vom Institut für Zeitgeschichte München, die über einen eigenen Weg der Paarbeziehungen sprechen wird, nämlich den Weg der Nichtehelichkeit in der späten DDR und im Vereinigten Deutschland. Und Veronika Springmann aus Berlin, die über queere Partnerschaften, eine verschattete Form von heterosexuellen Beziehungen sprechen wird. Dann gebe ich gleich weiter an Frau Dittrich. Wie Sie sehen, habe ich nochmal den Titel etwas ändern müssen. Ich werde über Liebes- und Ehevorstellungen in der DDR und der Bundesrepublik in den 50er bis in die 70er Jahre sprechen. Warum ich das geändert habe, das werde ich gleich auch nochmal etwas erläutern. Gemeinhin geht man davon aus, dass die Liebesehe zu einer gesamtgesellschaftlichen Normalität im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde, wobei ihre endgültige Ausbreitung auf die Zeit nach 1945 verortet wird. Die These vom Wertewandel datiert zentrale Veränderungen im Geschlechterverhältnis, in den Konzepten von Ehe, dem Umgang mit Sexualität in den ausgehenden 60er und 70er Jahren. Beiden Großerzählungen unterliegt ein lineares Entwicklungsmodell. Einige hier im virtuellen Raum haben gezeigt, dass diese Entwicklung sich über einen sehr viel längeren Zeitraum hinzogen und konfliktiv verliefen. Interessanterweise wird die These sowohl in der Ausbreitung der Liebesehe wie auch des Konzepts des Wertewandels seltener auf die DDR angewandt. Die Periodisierungen werden hier zumeist entlang der politischen und rechtlichen Zäsuren vorgenommen. Ich möchte heute systematisch den Blick auf beide Staaten lenken und fragen, inwiefern solch ein lineares Entwicklungsmodell überhaupt die Veränderungen einfangen kann. Dabei sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden und gefragt werden, ob und wann die Veränderungen in beiden Staaten begannen zu divergieren. Im Zentrum wird dabei die Perspektive der Eheführenden selbst stehen und welche Ideale und Modelle von Liebe und Ehe sie artikulierten, vor dem Hintergrund des Diskurses von Experten in Medien, in geringerem Maße politischer Debatten und rechtlicher Veränderungen. Dieser qualitative Zugriff soll es mir ermöglichen, jenseits der von den Sozialwissenschaften vorgeprägten Pfade noch einmal die Konzepte von Partnerschaft und Liebesehe zu analysieren. Ich nutze für meine Analyse neben Tagebüchern und Erinnerungen und lebensgeschichtlichen Interviews insbesondere Korrespondenzen von Eheführenden mit Eheratgebern, sowohl veröffentlichter als auch nicht veröffentlichter Natur. Der größte analysierte Bestand stammt aus einem Nachlass eines Sozialhygieners und Mediziners und bekannten Eheberaters in der DDR, Rudolf Neuwert, der etwa 3000 Briefe von ratsuchenden Eheleuten umfasst. Für die Bundesrepublik verfüge ich leider nicht über einen vergleichbaren Quellenkorpus und konnte auch die geplante Erhebung von veröffentlichten Beratungskolumnen wegen der Bibliotheksschließung nicht vor diesem Vortrag durchführen. Deshalb werde ich zunächst etwas ausführlicher auf die DDR eingehen, um mich dann kursorisch vergleichend der Bundesrepublik zuzuwenden. Aufgrund des knappen Zeitrahmens habe ich mich auf die 50er und 70er Jahre konzentriert. Gute Ehen wurden von Eheführenden in der DDR zwischen den 50er und den 70er Jahren in den Briefen an den Eheberater Rudolf Neuwert zumeist auf der Idee von der Ehe als gegenseitiger Ergänzung gegründet, die auf einer gewissen Gleichheit beruhte, ohne aber im Konzept der geschlechterbezogenen Gleichheit aufzugehen. Konkret genannt wird die Übereinstimmung der Ehepartner in weltanschaulichen Fragen, die gegenseitige charakterliche Ergänzung, die gemeinsame Bewältigung von Problemen, der gemeinsame Aufbau eines Heimes oder von Karrieren sowie das gemeinsame Verbringen von Zeit. Darüber hinaus skizzieren die Ehepartner ein Ideal von Verlässlichkeit, Verständnis, Rücksichtnahme, Loyalität und Treue.
Es fand sich aber immer auch wieder ein Aufbegehren gegen dieses Modell der Ergänzung, das besonders auf Stabilität in der Ehe zielte. Das Konzept der Ehe war dabei der zentrale, das Konzept der Liebe war dabei der zentrale Bezugpunkt in kriselnden Ehen. Liebe stand zwar nicht zwangsläufig von Beginn an im Zentrum von Ehen. Bestimmend waren in den 40er, 50er und 60er Jahren vielmehr noch oft pragmatische Gründe für die Eheschließung. Sogenannte Muss-Ehen waren weiterhin zahlreich. Der Wunsch, Kinder zu bekommen oder die Verbesserung der Chancen auf eine Wohnung standen hinter vielen geschlossenen Ehen. Frauen und Männer unterschiedlichen Alters griffen aber seit Ende der 50er Jahre auf das Ideal der Liebesehe zurück, das der Staat 1955 in der Eheverordnung kodifiziert hatte. 1948 klagte eine Ratsuchende, die angesichts ihrer unglücklichen Ehe eine Affäre begonnen hatte. Mein Mann ist nüchtern bis dort hinaus. Nichts kann ihn erschüttern, weder Hiroshima noch ein schönes Gedicht, weder meine Gallenoperation noch der erste Schrei seines Jungen. Mir fehlte was. Ich suchte Liebe. Als ich ihr Buch las, wurde ich so unglücklich. Was ist das? Befriedigt sein. Liebe lernen. Ich sagte es meine Mann. Der wurde böse. Im Gegensatz zum staatlichen Konzept einer Ehe, das auf der Vereinbarkeit von Liebe und ehelicher Stabilität abzielte, wurde wie hier in diesem Zitat das romantische Konzept der Liebe einschließlich der sexuellen Erfüllung evoziiert. Zwischen den ausgehenden 50er und den beginnenden 70er Jahren zeigen sich dann Verschiebungen im Umgang mit diesem Liebes-Ehe-Ideal, welche auf Verhaltensveränderungen verweisen. Die Ratsuchenden fragten sich in den Briefen, ob sie trotz der Verantwortung gegenüber dem Ehepartner, existierenden Kindern oder gegenüber der Institution der Ehe und der Gesellschaft ihrem individuellen Verlangen nach emotionaler und körperlicher Erfüllung nachgeben dürften. Dabei verdeutlichen die Schriften in den späten 50er Jahren vor allem ein Hadern mit einer eventuellen Entscheidung gegen die spezifische Ehe. Die Briefschreiber und Schreiberinnen in den 70er Jahren nahmen dagegen für sich in Anspruch, ihr Liebesglück zu verfolgen und sich damit selbst zu verwirklichen. Ich bin doch der Ansicht, dass ich ein kleines bisschen Recht habe zu dem, was ich mache. Weshalb soll ich den anderen Mann aufgeben, der mir wirklich erst wieder etwas Sonnenschein in mein Leben gebracht hat, auf den ich mich freue, aufgrund dessen ich wieder lustig sein kann und mir vieles wieder Freude macht? Wie reagierten die Experten, die Berater, Journalisten und wie die kontrollierte Öffentlichkeit auf diese Veränderung? Die DDR kämpfte seit den 50er bis in die 80er Jahre mit seit den 60er bis in die 80er Jahre mit kontinuierlich steigenden Scheidungsraten. Politisch wurde besonders ab Mitte der 60er Jahre bis in die 70er Jahre systematisch Eheschließungen gefördert und Scheidungen bekämpft. Darüber hinaus gewann das Ideal einer guten Ehe in der Politik und in den gelenkten Medien auch neue Konturen. Das neue Modell der Partnerschaft sollte Stabilität garantieren angesichts der Herausforderungen durch individuelle Selbstverwirklichungswünsche. In den 60er Jahren wurde die Partnerschaft zum zentralen Begriff für Beziehungen in der DDR, auch wenn der Begriff nicht in das Familiengesetzbuch von 1965 aufgenommen wurde. Das Familiengesetzbuch übernahm weitgehend wortgleich die Eheverordnung von 1955, die Ehe auf Liebe und Zuneigung in einer Beziehung zweier gleichberechtigter, wirtschaftlich unabhängiger Individuen gründete. Zugleich wurde die Vorstellung eines Entwicklungsraums zentral. Partnerschaft sollte die Debatten in den entsprechenden Beratungsseiten der Frauenzeitschriften und Tageszeitung. Partnerschaft sollte hier der Rahmen sein, in dem sich das Individuum fortwährend zur sozialistischen Persönlichkeit weiterentwickeln könnte und wo sie für ihre jeweilige Entfaltung Unterstützung erführen. In einem Expertengespräch zur Ehe erläuterte die Hochschuldozentin und spätere Professorin für Ethik an der Humboldt-Universität Helga Hörz: Die Ehe, das wird oft außer Acht gelassen, ist eine Aufgabe für beide daran beteiligte Partner. Daraus resultiert die Teilaufgabe, sich gegenseitig in der weiteren Entwicklung zu helfen und sich auch in solchen Fragen füreinander verantwortlich zu fühlen. Die Unterstützung, um Entwicklung zu ermöglichen, wurde in erster Linie auf männliche Hilfe im Haushalt und weibliche Erwerbstätigkeit bezogen und stand damit im Kontext der Bemühungen, Frauen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen bzw. zu halten. Zugleich konnte das Konzept aber auch genutzt werden, um die sprengende Kraft von Liebe einzuheben. Dies zeigt sich in zahlreichen Zuschriften von Lesern zu Paarproblemen,
wie in den journalistischen Antworten. Die wahre Liebe reift, ist schön und bewährt sich, wenn sie von den edlen menschlichen Beziehungen geprägt wird, die unsere sozialistischen Ordnung eigen sind. Von Kameradschaft und Hilfsbereitschaft, von gegenseitiger Achtung und Opferwille, von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen, von dem Sinn und dem Ziel, das beide ihrem Leben geben, von der Arbeit an sich selbst, um dem Partner ein kluger und guter Kamerad zu sein. So beendete die Redaktion der Für dich 1963 eine lange Debatte über die Legitimität der Lösung einer Verlobung während der Wehrpflicht eines jungen Mannes und artikulierte hier das Konzept von Partnerschaft, aber auch von Liebe als Arbeit im Kontext von Ehe. Durch die Arbeit bei der Eheführenden an sich selbst sollte der jeweils andere als Individuum anerkannt werden, wie in den verschiedenen Zuschriften der Kummerkastenseiten deutlich wird. Eine gemeinsame marxistische Weltanschauung ist vorhanden. Beiderseitiger Wille zu einem guten Zusammenleben ebenfalls. Jeder bemüht sich, die mitgebrachten Gewohnheiten des anderen zu tolerieren bzw. sich immer mehr anzupassen, ohne die eigene Persönlichkeit aufzugeben. Vertrauen, die Bezogenheit auf gemeinsame Ziele und die gemeinsame Weltanschauung, wie sie in diesen beiden letzten Zitaten vorkommen, sind Elemente, die bereits das Ehemodell der Ergänzung prägten und hier nun mit dem Entwicklungskonzept verbunden werden. Die potenzielle Inkompatibilität zwischen Liebeserfüllung und stabilen Ehe blieb jedoch trotz des propagierten Partnerschaftsmodells virulent. So fragte die Frauenzeitschrift Für dich 1970, was ist die Liebe ohne Ehe? Und die Berliner Zeitung ließ ihre Leser 1975 diskutieren, ob Liebe zum Eheglück reiche. Die meisten der durch die Redaktion abgedruckten Antworten gaben dann der reifen Liebe den Vorzug. Doch es gab auch weiterhin Gegenstimmen. Eine Frau klagte in der Rubrik Ganz unter uns, in der Für dich, über ihren Mann, der sich in keiner Weise mit ihr beschäftigte. Ich glaube, ohne Liebe nicht leben zu können. Darunter verstehe ich nicht nur die sexuelle Liebe. Mal ein zärtliches Wort oder eine sanfte Umarmung vermisse ich seit 3 Jahren. Mit dem Partnerschaftsmodell wurde versucht, einen Raum für individuelle Selbstverwirklichung zu schaffen, wo auch Liebe ihren Ort hätte. Doch dies gelang nicht immer. Breitete sich dieses romantische Liebesideal in ähnlicher Weise nun in der Bundesrepublik aus wie in der DDR? Und welche Ehevorstellungen wurden hier entwickelt? Auch Eheführende in der Bundesrepublik der ausgehenden 50er und 60er Jahre artikulierten in ihren Tagebüchern den Konflikt von romantischer Liebe im Sinne eines vollständigen Glücks oder einer Fülle und einer guten Ehe. Gute Ehe stand dabei für ein gegenseitiges Verständnis, das Füreinander-Dasein und sich achten, sowie ein freundschaftliches Miteinander. Dieses Ergänzungsmodell ähnelte demjenigen in der DDR. Zugleich war es in der Bundesrepublik deutlich geprägt vom Selbstverständnis geschlechtsspezifischer Aufgabenteilung. Auch die Mehrheit der Ratgeber in der Bundesrepublik propagierten ein Modell der Ergänzung in diesem Zeitraum. Dieses Modell beruhte auf der Idee, einen passenden Partner mit ähnlichem Charakter und Lebensstil zu haben. Es beruhte auf der Idee der Treue, der Rücksichtnahme und einer geschlechtsspezifischen Aufgabenteilung bei gleichzeitiger Aufwertung der weiblichen Rolle. Dabei wurde das Konzept in den Ratgebern bereits oft unter dem Begriff der Partnerschaft entwickelt. Interessanterweise wurde dieses Ehemodell mit einer romantisch, oft christlich konnotierten Liebeskonzeption gekoppelt. So beschrieb etwa der Schweizer Mediziner und Eheberater Theodor Beauvais die Ehe als Verschmelzung zweier Teile, aus der ein neues Ganzes entstünde. Beauvais zitiere ich hier als Schweizer, weil er äußerst einflussreich im Kontext der bundesrepublikanischen evangelischen Eheberatung und darüber hinaus war. Die romantische Idee der Verschmelzung wurde aber bei Beauvais und anderen Eheratgebern zugleich eingehegt. Die Liebe musste sich für die Eheratgeber bewähren. Sie stellte eine Aufgabe dar, bei der die Eheführenden kontinuierlich auf den anderen eingehen müssten, um den anderen zu verstehen und die Liebe weiter wachsen zu lassen. Mit der Idee der Verschmelzung griffen die Ratgeber Teile des romantischen Liebeskonzepts auf, ohne aber das Wunder des Automatismus, das in dem romantischen Liebeskonzept existiert, dieser automatischen Ergänzung im anderen zu propagieren.
Während in der DDR mit dem Partnerschaftsbegriff in den sehr ausgehenden 60er Jahren ein neues Ehemodell entwickelt wurde, setzte in der Bundesrepublik ein Bedeutungswandel des Begriffs ein. Politisch stritten, und das hat Christoph Neumeier uns in seiner Habilitation gezeigt, Parteien, Kirchen und andere gesellschaftliche Gruppen um die Ausdeutung des Begriffs, wobei zum Teil das Ergänzungsmodell adaptiert wurde, andere darunter die vollständige Gleichberechtigung verstanden und vor allem eine geschlechtergerechtere Aufgabenteilung forderten. In den Eheratgebern dieser Zeit dominierte letzteres Perspektive. Ähnlich wie in der DDR war das Konzept in der Ratgeberliteratur verknüpft mit der Idee der individuellen Selbstverwirklichung in der Partnerschaft. Interessanterweise trat der Liebesbegriff dagegen deutlich zurück und diversifizierte sich. Der evangelisch geprägte Psychologe und Eheberater Ulrich Behr passte in seinem Eheratgeber Ehekriegsspiele von 1971 die Vorstellung der Verschmelzung an das Partnerschaftsmodell an. Andere Autoren thematisierten die Schwierigkeit der Vereinbarkeit einer Partnerschaft zweier autonomer Individuen und einer dauerhaften Liebe und sahen in der Entwicklung ein neues Liebeskonzept. In der Entwicklung eines neuen Liebeskonzepts eine Aufgabe für die Zukunft. Bei den Eheführenden ist hinsichtlich des Liebesbegriffs dagegen kein Wandel wie in der DDR festzustellen. Ich wusste nicht, warum mein Herz ab diesem Moment nur noch für S schlug. Jeder Gedanke ihm galt und es nur noch ein Ziel gab, ihm zu gehören, schrieb eine unglücklich verheiratete Frau 1971 über das Kennenlernen ihres zweiten Mannes in ihr Tagebuch. Neben solch Kennenlerngeschichten der Liebe auf den ersten Blick spielte fehlende Erfüllung romantischer Liebe auch in kriselnden Ehen weiterhin eine Rolle. Aber auch das Konzept der ehelichen Liebe als Vertrautheit, Achtung, Freundschaft, füreinander Dasein, wie die Ratgeber der 50er und 60er Jahre entworfen hatten, wurde weiterhin von den Eheführenden in der Auseinandersetzung mit ihren Beziehungen als Ideale skizziert. Die Debatten um Gleichberechtigung lassen sich auch in den Tagebüchern und Erinnerungen nachvollziehen. Der Partnerschaftsbegriff war dabei jedoch nicht der zentrale semantische Bezugspunkt. Ehefrauen thematisierten jedoch vermehrt ihre weibliche Rolle, etwa im Hinblick auf fehlende Berufstätigkeit oder die Zuständigkeit für den Haushalt. Geschlechtsspezifische Ungleichheit war auch in der Ökonomie in der Ehe ein Thema. Und hier liegt ein weiterer zentraler Unterschied zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Das möchte ich abschließend am Beispiel eines Tagebuchsauszugs einer Frau verdeutlichen. Diese Hausfrau und Mutter dreier Kinder war seit 1955 mit einem Akademiker verheiratet, der regelmäßig Affären hatte. Dies reflektiert sie ausgiebig seit Mitte der 70er Jahre in ihrem Tagebuch. Dabei evozierte sie beide Liebesbegriffe, die romantische Verschmelzung, ebenso wie die etwas nüchternere Vorstellung von Achtung und Freundschaft in einer Partnerschaft. Letztere forderte sie ein, denn ihrer Ansicht nach fehlte seitens des Ehemannes die partnerschaftliche Anerkennung ihrer Leistung als Hausfrau und Mutter. In dialogischer Form klagte sie an: Warum ist es dir nicht möglich, eine Frau als Mensch und als Partner wahrhaftig anzuerkennen? Warum musst du seit 18 Jahren auf Gütertrennung beharren? Es war dabei nicht nur die Gütertrennung, die ein rechtlicher Sonderfall in diesem Zeitpunkt ist, Mitte der 70er Jahre, die sie störte. Sie monierte auch das fehlende Mitspracherecht in Gelddingen sowie den Zugriff auf Geld. Bewusst oder unbewusst spielte in Ehen spielte die Ehe als Versorgungsinstanz für Frauen, wie in diesem Beispiel in Westdeutschland, in kriselnden Ehen bis in die 80er Jahre fast immer eine Rolle. Was können wir aus dieser Skizze in der Parallelgeschichten schlussfolgern? Erstens sollte deutlich geworden sein, dass wir die Entwicklung nicht gesamtgesellschaftlich als eine kontinuierliche Evolution von einer patriarchalen Versorgerehe zur Liebesehe beschreiben können. Und auch die These der Ausbreitung des Partnerschaftsmodells muss differenziert werden. Dieser Begriff bedeutete Unterschiedliches sowohl im Vergleich der beiden Staaten als auch für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteure innerhalb beider Länder. Ebenso vielfältig war und blieb auch der Liebesbegriff. Liebe war mal mehr romantisch konnotiert als Verschmelzung und als Liebe auf den ersten Blick, mal mehr nüchtern als Liebe als Arbeit, Freundschaft, ein Füreinander-Dasein. Wobei letztere Vorstellungen besonders von den Experten in Presse und in den Ratgebern propagiert wurden, die damit
auf die Stabilität von Ehen zielten. Für Eheführenden war das romantische Konzept dagegen öfter das maßgebende Ideal. Und hier konnte eine Entwicklung in der DDR ausgemacht werden, die aufzeigt, ab wann die Veränderungen sich in beiden Staaten auseinanderentwickelten. Im Laufe der 60er Jahre wurde von den Ratsuchenden in der DDR zunehmend das Recht in Anspruch genommen, der Sehnsucht nach Liebe nachzugeben auf Kosten einer existierenden Ehe. Der Vergleich beider Staaten hat gezeigt, dass noch ein weiterer wichtiger Unterschied existierte. Die Auseinandersetzung mit kriselnden Ehen in der Bundesrepublik verdeutlichen die Persistenz der Versorgerehe. Wenn dieses Ergebnis und der Befund zur sich wandelnden Einstellung gegenüber von Liebe in der DDR zusammengenommen wird, kann man daraus ableiten, dass in der DDR wohl aufgrund der Berufstätigkeit der Frauen es möglich wurde, diesen Anspruch, eine Liebesehe zu führen, den zu artikulieren. Was können wir abschließend aus dieser Skizze schließen, wie der Wandel von Vorstellungen von Ehe und Liebe beschrieben werden kann? Erstens ist es wichtig, die unterschiedlichen Konzepte von Liebe, Ehe, Partnerschaft etc. zu historisieren, denn die Nuancen und Abstufungen sind zentral. Zweitens wurde gezeigt, dass zumeist verschiedene Ideale koexistierten und um sie gerungen wurde. Veränderungen vollzogen sich hier oft über Übernahmen und Adaptionen. Neuere Modelle lösten nicht einfach ältere ab. Die Evolution erscheint hier mehr ein Palimpsest gewesen zu sein. Vielen Dank. Und dann hat Frau Schäffler das Wort. Okay. Ja, also ich freue mich sehr, heute hier auch einen Vortrag zu halten zu können. Also war bislang schon echt spannend und ich freue mich auch noch auf die weitere Diskussion. Das Thema, über das ich jetzt sprechen werde, das ist ein Thema aus meiner Dissertation. Und der Titel der Dissertation war Paarbeziehungen in Ostdeutschland auf dem Weg vom Real zum Postsozialismus. In dem Buch habe ich mich mit der Entwicklung von heterosexuellen Paarbeziehungen in den 1970er und 80er Jahren in der DDR sowie in den 1990er Jahren in Ostdeutschland beschäftigt. Und es ging dabei um verschiedene thematische Felder, also Gleichstellung, Sexualität, Ehe und Ehescheidung, nicht-eheliche Beziehungen, Schwangerschaftsabbruch und Kinderbetreuung. Und für all diese Felder habe ich untersucht, wie sich wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen einerseits sowie von Seiten der Politik propagierte Leitbilder andererseits auswirkten. Eine wichtige Erkenntnis war, dass die Wiedervereinigung einerseits als wichtiger Knotenpunkt anzusehen ist, von dem ausgehend sich das Leben ostdeutscher Paare im Allgemeinen oder in mancher Hinsicht änderte. Andererseits bestanden gesellschaftliche Prägungen, die dem Sozialismus entstammten, auch weiter. Sowohl für die Zeit vor als auch für die Zeit nach 1989 konnte ich herausarbeiten, dass staatliche Rahmenbedingungen und konkrete politische Initiativen stets nur eine beschränkte Wirkkraft auf die Paarbeziehungen hatten. Mit anderen Worten, die Geschichte der ostdeutschen Paarbeziehungen folgt und folgt einer eigenen Dynamik, die sich aus den Wechselwirkungen zwischen der öffentlichen und der privaten Sphäre ergab und ergibt. Der heutige Vortrag soll dies nun vor allem am Beispiel der nicht-ehelichen Beziehungen zeigen. Der zeitliche Fokus liegt eben zum einen auf der späten DDR und zum anderen auf den 90er Jahren. Ich beginne mit der späten DDR. Damals war die Ehe aus SED-Sicht die Form der Paarbeziehung, die den Interessen der Paare und ihrer Kinder am besten entsprach. Das Leben in einer glücklichen und kinderreichen Ehe wurde als integraler Bestandteil der sozialistischen Lebensweise dargestellt. Die Ehe wurde zum Teil auch als kleinstmögliches Kollektiv beschrieben, welches noch vor der Familie als Keimzelle der sozialistischen Gesellschaft fungierte. Die Sozial- und Familienpolitik in der späten DDR war stark pronatalistisch und promaritalistisch ausgerichtet. Das heißt, es sollten sowohl Geburten als auch Eheschließungen gefördert werden.
Bekannteste Maßnahmen in diesem Zusammenhang waren die zinslosen Ehekredite, die frisch Verheiratete seit 1972 aufnehmen konnten. Auch durch das 1976 eingeführte Babyjahr sollten Frauen ermuntert werden, mehr Kinder zu bekommen. Die promaritalistische Politik schlug sich aber auch in weniger bekannten Maßnahmen, wie zum Beispiel der Gründung von Eheschulen, nieder. Hier wurden vor allem junge Menschen in Abendkursen in guter Eheführung unterrichtet. Auf diese Weise sollten scheidungsanfällige junge Ehen stabilisiert und das Ideal der Drei-Kind-Familie propagiert werden. Im Großen und Ganzen waren die geburten- und ehefördernden Maßnahmen aber erfolglos. Eine langfristige Steigerung bzw. Stabilisierung der Geburtenzahlen konnte nicht erreicht werden. Ebenso verzeichnete die DDR stetig steigende, im internationalen Vergleich hohe Scheidungszahlen. Das Scheitern des Promaritalismus zeigte sich aber auch darin, dass die Tendenz zu nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften und Geburten in der späten DDR nicht gestoppt werden konnte. Und auf diese Beziehungen werde ich eben im Folgenden jetzt noch genauer eingehen. Ich beginne mit einigen statistischen Daten zur Verbreitung nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften in der späten DDR. Laut offiziellen Statistiken lebten Mitte der 80er Jahre 2% der Bevölkerung unverheiratet zusammen. Jedoch war der Anteil nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften in Wirklichkeit deutlich höher. Dessen war man sich auch schon zu DDR-Zeiten bewusst. Berechnungen, die dann nach der Wiedervereinigung angestellt wurden, oder Schätzungen, besagten, dass im Jahr 1987 28,7% der Frauen und 26,5% der Männer zwischen 18 und 40 in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft lebten. Was bereits in den 1970er und 1980er Jahren statistisch klar nachvollziehbar war, war der steigende Anteil nicht-ehelicher Geburten. Die nicht-ehelichen Quote lag im Jahr 1970 bei 13,3% und im Jahr 1980 bei 22,8%. Was die DDR zu einem Land mit einer der europaweit höchsten nicht-ehelichen Quoten machte. Jedoch stand die SED nicht-ehelichen Beziehungen und Geburten zumindest zwiegespalten gegenüber. Wie bereits erwähnt wurde, galt die Ehe als beste Form des Zusammenlebens und wurde dementsprechend auch gefördert. Dahinter stand vor allem eben auch die Zielsetzung, die Geburtenzahlen zu steigern bzw. zumindest stabil zu halten. Im Gegensatz zur Ehe ging man von staatlicher Seite bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft aber von einem deutlich schwächeren Verweisungszusammenhang zur Familie aus. Die Menschen, die in einer nicht-ehelichen Beziehung lebten, konnten aus Sicht der SED weniger leicht auf die Elternrolle festgelegt werden. Selbst wenn sie diese Elternrolle übernahmen, war dies aus Sicht der SED problematisch, da nicht-eheliche Lebensgemeinschaften als instabil und folglich als ungeeignet für die Zeugung und Erziehung sozialistischer Persönlichkeiten galten. 1968 bezeichnete ein internes Papier des Ministeriums für Gesundheitswesen nicht-eheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern als unvollständige Familien sowie als Probleme der Familienplanung und Sexualität von besonderem gesellschaftlichem Interesse. Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, wie sich der Trend zur Nicht-Ehelichkeit in der DDR immer weiter verstärken konnte, wenn er doch von staatlicher Seite her eher unerwünscht war. Eine Rolle in diesem Zusammenhang spielt das eigensinnige Nutzen sozialpolitischer Leistungen, die entgegen ihrem staatlich vorgesehenen Zweck zur wachsenden Verbreitung nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften und Geburten beitrugen. Hierbei handelte es sich um Leistungen, die eigentlich auf Alleinerziehende ausgerichtet waren, häufig aber auch von unverheirateten Paaren in Anspruch genommen wurden. Dazu zählten zum Beispiel eine Vorzugsbehandlung bei der Versorgung mit Krippenplätzen sowie spezielle Leistungen der Sozialversicherung bei der Erkrankung des Kindes. Eine weit verbreitete Strategie war, dass unverheiratet zusammenlebende Mütter und Väter eine gewisse Zeit von diesen für Alleinerziehende ausgelegten Leistungen profitierten und erst danach eine Ehe eingingen. Dies war aus materieller Sicht sinnvoll, da durch die Eheschließung weitere sozialpolitische Leistungen bzw. Vorzüge in Anspruch genommen werden konnten. Zum Beispiel der bereits angesprochene Ehekredit oder der Zugang zu einer geeigneten Wohnung.
dass Ihre eigenen sozialpolitischen Strategien den Trend zur Nichtehelichkeit zum Teil befeuerten, wurde von staatlicher Seite in der Regel aber verschleiert oder zurückgewiesen. Dementsprechend wurden auch keine Maßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass Sonderleistungen für nichtehelich geborene Kinder bzw. für Alleinerziehende von unverheirateten Paaren mit Kindern genutzt wurden. Nach Gründen für den Trend zur Nichtehelichkeit suchte zum Beispiel eine Studie des Zentralinstituts für Jugendforschung aus dem Jahr 1985. Eine der Hauptaussagen dieser Studie war, dass dieser Trend in erster Linie, Zitat, gesellschaftlich determiniert, Zitat Ende, sei. Dementsprechend sei der Trend nur in sehr geringem Maße durch die bestehenden sozialpolitischen Rahmenbedingungen verursacht worden. Die Studie führte aus, dass die Liberalisierung der Sexualmoral die Tendenz zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft gefördert habe. Außerdem erachtete das Zentralinstitut die steigenden Scheidungszahlen für einen Faktor, der eine skeptische Haltung gegenüber der Eheschließung begünstigte. Als weiterer Faktor zugunsten der Lebensgemeinschaft führte die Studie an, dass sich die Befürworter der Lebensgemeinschaft von ihr mehr Freiheit für individuelle Interessen und Gewohnheiten als von der Ehe erwarteten. Aus heutiger Sicht können noch weitere Gründe für die wachsende Verbreitung von nichtehelichen Beziehungen und Geburten angeführt werden. Von Bedeutung war sicherlich der sinkende Einfluss von Religion bzw. konfessioneller Gebundenheit. Auch die beinahe flächendeckende Frauenerwerbstätigkeit führte dazu, dass das traditionelle Ehe- und Familienmodell an Relevanz einbüßte. Jedoch muss auch beachtet werden, dass nichteheliche Lebensgemeinschaften in der späten DDR zum Großteil de facto voreheliche Lebensgemeinschaften waren. Das heißt, dass sie nach einiger Zeit doch in eine Ehe überführt wurden. Spätere Schätzungen kamen zu dem Ergebnis, dass Ende der 80er Jahre ca. 80% der Paare in der DDR vor der Eheschließung unverheiratet zusammengelebt hatten. Das Erstheiratsalter war in der DDR außerdem geringer als in der Bundesrepublik. 1989 lag es hier bei 24 Jahren, während es in der Bundesrepublik bei 27 Jahren lag. Die Tendenz zur Nicht- bzw. zur Vorehrlichkeit kann also keineswegs als Indikator für einen Bedeutungsverlust der Institution Ehe gewertet werden. Vielmehr kam es zu einem Funktionswandel. Für die meisten war die Ehe weiterhin eine normale und zudem noch mit materiellen und sozialen Vorzügen verbundene Station im Lebenslauf. Zu einer weiteren normalen Station im Lebenslauf wurde zunehmend auch die nichteheliche bzw. die voreheliche Lebensgemeinschaft, häufig auch mit Kindern. Die Staats- und Parteiführung war mit diesem Zustand nicht zufrieden, ergriff aber keine konkreten Gegenmaßnahmen. Ihrem eigenen Anspruch, durch eine pronatalistische und promaritalistische Politik in die Entwicklung der Paarbeziehung einzugreifen, konnte sie also nicht erfüllen. Mit der deutschen Einheit änderten sich dann die sozialpolitischen Rahmenbedingungen. In vielerlei Hinsicht waren die alten Rahmenbedingungen, unter denen sich die Tendenz zur Nicht- bzw. Vorehelichkeit entwickelt hatte, in den 90er Jahren nicht mehr vorhanden. Im Folgenden werde ich jedoch zeigen, dass diese gesellschaftliche Tendenz nicht verschwand, sondern einen eigenen, vom Westdeutschen abweichenden Entwicklungsweg nahm. Fest steht, dass der sogenannte Wiedervereinigungsschock, den die Sozialwissenschaften prophezeit und für manche Gesellschaftsbereiche beobachtet hatten, bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften und Geburten keine signifikante Rolle spielte. Ebenso fand in diesem Bereich keine Anpassung an westdeutsche gesellschaftliche bzw. demografische Trends statt. Ehe ich auf die Weiterentwicklung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft im Ostdeutschland der 1990er Jahre eingehe, noch ein paar Worte zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft in der Bundesrepublik. Hier hatte sich das nichteheliche Zusammenleben ohne Kinder im Laufe der 1970er und 80er Jahre als selbstverständliches Modell etabliert. Der Anteil unverheiratet zusammenlebender Paare betrug am Ende der 1970er und zu Beginn der 1980er Jahre zwischen einem Drittel und 50%. Ebenso galt die nichteheliche Elternschaft immer seltener als sozialer Makel, wurde aber, anders als in der DDR, nicht zur gesellschaftlichen Normalität. Eine Tendenz zur Vor- bzw. zur Nichtehelichkeit bestand also in beiden Teilen Deutschlands. Ihr konkretes Zustandekommen sowie ihre konkrete Ausformung unterschieden sich jedoch.
Jedenfalls verstärkte sich der ostdeutsche Trend zu nichtehelichen Lebensgemeinschaften und vor allem zu nichtehelichen Geburten in den 1960er Jahren. Immer seltener handelt es sich dabei jedoch um voreheliche Lebensgemeinschaften. Die Eheschließungszahlen in Ostdeutschland gingen in den 1990er Jahren nämlich stetig zurück. In der DDR war die Heiratsquote stets höher als in der Bundesrepublik gewesen. Nach der deutschen Einheit kehrte sich dieses Verhältnis um. Während es im Hinblick auf die Eheschließungszahlen also zu einer Umkehr der Verhältnisse kam, war dies im Hinblick auf die nichtehelichen Geburten nicht der Fall. Der Anteil nichtehelicher Geburten stieg im Ostdeutschland der 1990er Jahre, wie schon zu DDR-Zeiten, kontinuierlich an. Von 1990 bis 2000 wuchs er von 35 auf 52% an. Im Westen stieg er im selben Zeitraum von 11% auf 19%. Was waren aber die Gründe für diese deutlichen Unterschiede? Sozialwissenschaftliche Studien verweisen unter anderem auf unterschiedliche Motive bei der sogenannten kindorientierten Eheschließung, also einer Eheschließung wegen bzw. kurze Zeit nach der Feststellung einer Schwangerschaft. Diese Art der Eheschließung war in den 90er Jahren im Westen ein deutlich weiter verbreitetes Phänomen als im Osten. Es gibt aber noch eine Reihe anderer Faktoren, die im Zusammenhang mit dem Trend zur Nichtehelichkeit in den neuen Bundesländern relevant sind. Auffällig ist, dass in der DDR geprägte Wert- und Verhaltensmuster auch zu einem gewissen Grad in den 1990er Jahren nachwirkten, auch wenn die entsprechenden politischen bzw. sozialpolitischen Rahmenbedingungen nicht mehr bestanden. Während die DDR-Sozialpolitik Ehe und Familie tendenziell als Einheit betrachtete und behandelte, lag der Fokus der Bundes- und nun der gesamtdeutschen Sozialpolitik viel stärker auf der Ehe an sich. Dies lässt sich zum Beispiel am unterschiedlichen Status alleinerziehender und kinderloser Ehepaare verdeutlichen. Während Alleinerziehende durch die Sozialpolitik der DDR im Vergleich zu kinderlosen Ehen bevorzugt wurden, tendierte die Sozialpolitik der Bundesrepublik lange Zeit dazu, Ehepaaren, egal ob mit oder ohne Kindern, eine bessere Stellung einzuräumen als Alleinlebenden mit Kindern. Auch nach der Wiedervereinigung förderte der deutsche Wohlfahrtsstaat steuerlich und sozialpolitisch vorrangig verheiratete Paare. Nichteheliche Lebensgemeinschaften, in denen beide Partner mit Kind in einem Haushalt lebten, konnten zum Beispiel nicht von Vergünstigungen wie dem Ehegattensplitting profitieren. Ein weiterer Faktor, der den Trend zur Nichtehelichkeit in Ostdeutschland befeuerte, war die hohe sogenannte weibliche Erwerbsneigung. Von ihren gewohnten Mustern bei der Erwerbstätigkeit ließ der Großteil der ostdeutschen Frauen auch in den 1990er Jahren nicht ab. Und das unabhängig von der schlechten Situation auf dem Arbeitsmarkt und auch unabhängig von ihrem Familienstand. Eine Eheschließung brachte aus ihrer Sicht deutlich weniger Vorteile mit sich. Das Ehegattensplitting begünstigte zum Beispiel Ehepaare, in denen ein Partner das gesamte bzw. den Großteil des Einkommens erwirtschaftete. Die steigende nichtehelichen Quote im Ostdeutschland der 1990er Jahre ist demnach ein Beleg dafür, dass gewisse Wert- und Verhaltensmuster aufrechterhalten oder sogar ausgebaut wurden. Dies war der Fall, obwohl sich diese Muster durch die neuen bundesdeutschen Rahmenbedingungen als nachteilig erwiesen und obwohl sie ihre praktische Relevanz als eigensinnige Strategie verloren hatten. Hinzu kamen neue Faktoren, die den Trend zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft und Geburt nach 1989-90 befeuerten, während voreheliche Lebensgemeinschaften und Geburten an Bedeutung verloren. Diese neuen Faktoren waren ebenfalls vor allem im sozioökonomischen Bereich angesiedelt. Wie bereits erwähnt, fielen erstens die sozioökonomischen Vorteile, die zu DDR-Zeiten junge Menschen zur Heirat bewogen hatten, nach 1989-90 weg, zum Beispiel die Aussicht auf einen Ehekredit. Zweitens waren die hohen Arbeitslosenzahlen ein wichtiger Einflussfaktor. Sie bewirkten unter anderem, dass viele junge Ostdeutsche zumindest auf dem Papier ledig bleiben wollten, um möglichst flexibel zu sein oder zumindest so zu erscheinen. Zusammenfassend kann man sagen, dass das demografische Muster der Nicht- bzw. Vorehelichkeit schon zu DDR-Zeiten bestanden hatte und sich nach 1989-90 noch verfestigte. Dieses alte Muster wurde einem Transformationsprozess unterzogen, der bewirkte, dass sich die Tendenz zur Vorehelichkeit schrittweise in eine eigene, von der westdeutschen Entwicklung abweichende ostdeutsche Tendenz zur Nichtehelichkeit verwandelte. Einerseits wurde die Tendenz zur Vor- bzw. Nichtehelichkeit als aus der DDR stammendes Wert- und Verhaltensmuster aufrechterhalten.
obwohl bestimmte Rahmenbedingungen, die diese Tendenz zu DDR-Zeiten begünstigt hatten, nicht mehr existierten. Andererseits brachte die Wiedervereinigung Faktoren mit sich, die der Tendenz einen neuen Sinn gaben und ihre langsamen Verlagerungen weg von der Vor- hin zur zumindest potenziell dauerhaften Nicht-Ehelichkeit begründeten. Insgesamt kann für die 1990er Jahre von einem tendenziellen Fortbestand zweier Familienregime in Deutschland ausgegangen werden. Ein Beleg dafür ist die klar stärkere Verbreitung von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern im Osten Deutschlands. Ein anderer Beleg dafür ist zum Beispiel die im Osten deutlich häufigere mütterliche Vollzeiterwerbstätigkeit. Beide Aspekte weisen darauf hin, dass der Osten Deutschlands auch in den 1990er Jahren deutlich weniger dem für den konservativ-kontinentalen Wohlfahrtsstaat typischen Familienmodell folgte als der Westen Deutschlands. Abgesehen davon darf aber nicht vergessen, dass die Ehe in den 1990er Jahren die dominante Form der Paarbeziehung in beiden Teilen Deutschlands blieb. Zumindest dann, wenn man alle Altersgruppen in der Bevölkerung auf einmal betrachtet. So lebten im Jahr 1999 ungefähr 39 Millionen Deutsche als Ehepaare zusammen, während nur ungefähr 2 Millionen Deutsche in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft leben. Zudem behielt die Ehe ihren Alleinstellungsstatus als rechtliche Institution, sowohl in den 1990er Jahren als auch darüber hinaus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragen und die Diskussion. Hallo, guten Tag. Ich freue mich wirklich sehr über die Einladung und auch deswegen, weil mir jetzt nochmal klar geworden ist durch das Zuhören bei den ganzen Vorträgen mit den Beziehungsexpertinnen, dass es, und darüber würde ich gerne dann auch nach meinem Vortrag mit Ihnen diskutieren, dass es vielleicht doch Sinn macht, diese Beziehungskonzepte hetero, homo, queer viel mehr miteinander zu verschränken perspektivisch in der Forschung. Aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Mein Vortrag ist etwas anders als die anderen. Um einen Filmtitel von Richard Oswald zum Thema Homosexualität zu zitieren. Und das liegt nicht nur an meinem Forschungsgegenstand, sondern daran, dass ich tatsächlich auch heute mit Ihnen über einen Film diskutieren will. Und es liegt einerseits an der miserablen Archivsituation, da muss ich Ihnen ja jetzt kein Lamento halten, und zum anderen daran, dass Filme gerade für queere Geschichten total wichtiger, eine wichtige Quelle sind. Filme sind gemacht worden, wie anders als die anderen, als Aufklärungsfilme. Sie gelten oft als Initialfunke für Bewegungen oder Diskussionen um Homosexualität, wie der Film von Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers. Und sie stellen eine Sichtbarkeit her, die eben sonst nicht hergestellt werden konnte. Das ist wahrscheinlich ein ganz wesentlicher Punkt, warum Filme so eine wichtige Quelle sind. Sie stellen eine Sichtbarkeit her für das, was ich verschattet nenne oder was US-amerikanische Kolleginnen das Hidden in Plain Sight nennen. Und sie geben uns, das finde ich eben auch interessant daran, die Möglichkeit für einen reflexiven Blickwinkel auf die künstlerische Gestaltung eines historischen Gegenstandes. Wenn ich heute über queere Partnerinnenschaften spreche, ist schon allein der Begriff queer diskussions- oder auch erklärungsbedürftig. Er ist in jedem Fall kompliziert, da er versucht, und ich sage extra versucht, nicht kategorial zu sein. Er ist nämlich durchkategorial am Ende des Tages. Er bezeichnet, und das ist wirklich jetzt super verkürzt, nicht heteronormative oder nicht geschlechterbinäre Beziehungen. Und Sie haben ja jetzt schon bei den anderen Vorträgen gemerkt, wie holperig es ist, dieses Wort heteronormativ zu nennen, wo wir doch gesehen haben, wie unterschiedlich Beziehungen sind und Beziehungsausgestaltungen und Konzepte von Beziehungen. Also es ist wirklich ein sehr grober Begriff, also nicht besonders, er hat keine Schärfe, analytische Schärfe, das will ich damit sagen. Und dazu kommt erschwerend, dass dieser Terminus queer für uns Historikerinnen verschattet, um was es eigentlich geht.
Darauf werde ich aber auch im Fazit nochmal zu sprechen kommen. Problematisch daran ist, aber anders geht es auch nicht in der Forschung, dass immer von einer heteronormativen Matrix ausgegangen wird, egal. Und das ist eben auch so sehr grob. Da müsste man viel genauer gucken, perspektivisch, wie die eigentlich gesponnen ist, diese Matrix, und wie die sich natürlich auch verändert. Wir haben ja gestern schon gehört, dass die Zugänge der Vorträge bisher vor allem sozial- oder diskursgeschichtlich waren. Meiner ist eher kulturgeschichtlich und leider weniger emotionsgeschichtlich, als ich es tatsächlich gerne gehabt hätte. Und was immer dazu kommt bei der Beschäftigung mit queeren Partnerinnenschaften, es ist immer auch etwas rechtsgeschichtlich natürlich. Weil, und das wissen Sie, wenn ich jetzt über queere Partnerinnenschaften spreche, auch wenn ich einen Film als Gegenstand nehme, sind die Personen, um die es geht, in den seltensten Fällen verheiratet. Die meisten sind ledig. Manche waren aber auch verheiratet. Es gibt sehr berühmte Akteure, vor allem in der queeren Geschichte, die verheiratet waren und die sich ganz engagiert für die Homo-Ehe beispielsweise eingesetzt haben. Ich erzähle Ihnen hoffentlich nichts Neues, wenn ich sage, bis 68 in der DDR man männliche Homosexualität kriminalisiert war, in der BRD bis 69. Die DDR hatte die Light-Version des Paragraph 175, weil sie nicht den Paragraphen aus dem Nationalsozialismus übernommen hat, sondern die Version davor aus der Weimarer Republik, während die BRD, und das wissen Sie, das gesamte Strafrecht aus dem Nationalsozialismus übernommen hat. Und dazu gehört natürlich auch das Sexualstrafrecht, das dann unter anderem mit anderen Dingen auch das Strafrecht des 1969 reformiert wurde. Also dass der Paragraph 175, 69 entkriminalisiert war, steht immer im Kontext mit der gesamten Reformierung des Strafrechts und des Sexualstrafrechts. Das lasse ich jetzt einfach weg. Ich lasse es nicht weg. Ich wollte, weil ich hier die Einzige bin, das ist ganz komisch für mich, die zu queeren Partnerinnenschaften spricht, auf jeden Fall nochmal die Namen von einigen Kolleginnen sagen, weil ich sitze da wirklich, wie sagt man, auf den Schultern von Riesen. Jennifer Evans gehört dazu, Benno Gammal gehört dazu, Elisa Heinrich hat gerade eine fantastische Doktorarbeit abgeschlossen und Maria Borowski für die DDR. Vielleicht haben es einige von Ihnen gemerkt, ich habe mich bei dem Titel von Paul und Paula inspirieren lassen. Ein Film aus dem Jahr 1979 von Heiner Caro. Und die Liedzeile, Sie kennen sich, hat mich in ihren Schatten gelegt, war die Inspiration für den Titel. Verschattet ist allerdings auch ein Begriff von Rechtswissenschaftlerinnen, um damit deutlich zu machen, dass das Recht immer eine Demarkationslinie zieht. Also eigentlich gilt es vor allen Dingen für Geschlecht, aber es gilt eben auch für Begehrensweisen und damit Beziehungsformen. Vielleicht sind Sie jetzt schon darauf gekommen, welcher Film gleich in meiner Analyse steht. Es ist nicht Paul und Paula, wobei er auch ganz gut passen würde. Es ist, weil, und da werden Sie mir sicher zustimmen, geht es da auch um eine nicht heteronormative Beziehungsform. Also zwar hetero, aber nicht normativ. Es ist Coming Out, auch von Heiner Caro aus dem Jahr 1989. Und er bietet sich fantastisch an, den mit Ihnen zu diskutieren, weil in diesem Film ganz viele Brüche und Kontinuitäten auch sichtbar werden und auch gezeigt und dargestellt werden. Außerdem hoffe ich, dass ganz viele von Ihnen den Film natürlich auch kennen. Jetzt würde ich gerne den Bildschirm teilen. Moment. Ich kann ihn. Ah ja.
Entschuldigung, kann ich ihn überhaupt teilen jetzt schon? Und zwar frage ich das... Herr Blankenburg nickt. Ja? Es müsste gehen, ja. Die Einstellungen sind doch dieselben wie eben. Ah ja, alles klar, meine Schuld. Mein Chaos auf dem Computer. Okay. So, das ist das Filmplakat. Der Film, ich habe es schon gesagt, ist 1989, hatte 1989 Premiere so. Und er ist öfters Gegenstand, natürlich kulturwissenschaftlicher Untersuchung. Das hat mehrere Gründe. Es liegt an der Vielschichtigkeit des Films, an seinem Thema und am Premierentermin. Der Film hatte am 9. November 1989 Premiere. Ja, im Kino international in der Nähe des Alexanderplatzes. Also, ja. Und wenn man den Film sieht, jetzt aus der Retrospektive wissend, dass einige Stunden später die Grenzen geöffnet wurden, kriegt er natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das wissen aber die Akteure in dem Film natürlich nicht. Um was es in dem Film geht, ist schnell erzählt. Der junge Lehrer Philipp Klamann, rechts ist er, und Matthias links, beziehungsweise sind es die kleinen Fotos unten, beginnen ein Verhältnis. Der eine, Matthias, hatte bereits sein Coming-out, dem anderen Philipp steht es noch bevor. Und den jeweiligen Coming-out der beiden Männer wird der Film gerahmt. Sie bilden jeweils die signifikante Anfangs- bzw. Abschlussszene des Films. In der ersten Szene sehen wir, wie an einem Silvesterabend Matthias ins Krankenhaus gebracht wird. Es ist offensichtlich, dass es um einen versuchten Suizid geht. Nachdem die Behandlung des Entgiftens, Magenabpumpen, abgeschlossen ist, setzt sich die Ärztin an seine Krankenbahre und fragt ihn, warum er das gemacht hat. Er weint und sagt, ich bin schwul, ich bin homosexuell. Die Ärztin tröstet ihn, streicht über seinen Kopf, Matthias, nicht weinen. In der letzten Szene des Films steht Philipp Klamann, der Lehrer, vor seiner Klasse. Die Direktorin hat ihm angekündigt, weil es Vorfälle gegeben habe, dass er nun öfters mit Hospitation zu rechnen habe. Er setzt sich auf einen Pult oder seinen Pult, wie Lehrerinnen gerne mal sitzen. Alle schweigen. Es entsteht eine Spannung, die er, Philipp, auch nicht bricht. Dramaturgisch gewinnt er hier an Handlungsmacht oder auch Agency. Denn es ist klar, dass er der Einzige in dem Raum ist, der die Spannung auflösen kann, tut er aber nicht. Die Kamera zoomt die Gesichter ran und spielt mit Nähe und Abstand. Schnitt. Letzte Szene des Films. Philipp Klamann fährt mit seinem Fahrrad durch die Stadt in eine offene Zukunft. Und wie gesagt, weil wir den Film natürlich auch von heute aus sehen, dieses Fahrradfahren in die Stadt, also es wird auf seinen Rücken gefilmt, hat für uns heute so viele Jahre später, wissend um den Premierentermin, natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Zwischen diesen beiden Szenen, die eine führt problemorientiert direkt in das Kernthema des Films, die andere führt handlungsorientiert aus dem Film hinaus, entwickelt sich die Geschichte des Coming-outs, aber auch der Beziehung zwischen Philipp und Matthias, die in gewisser Weise auch unter die Parameter dieser Tagung, paar werden, paar sein, paar bleiben, beziehungsweise Trennung, subsumiert werden kann, beziehungsweise mit ihnen spielt. Uns, den Zuschauerinnen, wird gezeigt, wie sich Philipp, junger engagierter Lehrer, nicht nur um das Vertrauen seiner Klasse bemüht, tatsächlich auch immer wieder als Lehrer, er ist Deutschlehrer, mit Andeutungen spielt, die in irgendeiner Weise an queere, schwule Begehrensweisen anknüpfen. Also er lässt einen seiner Schüler, Mignon, das Gedicht von Goethe zitieren.
Er lernt auch seine zukünftige Partnerin kennen, Tanja. Sie stoßen zufällig auf dem Schulhof zusammen, danach trinken, tanzen sie, gehen zusammen zu ihr, verbringen die Nacht, sind schnell ein Paar, wohnen mehr oder weniger zusammen, sie wird schwanger. Jetzt könnte man hier sagen, klassische DDR-Beziehung. So viel zum Paar werden und Paar sein. Das Paar werden wird inszenatorisch oder dramaturgisch immer wieder in Szene gesetzt in dem Film. Tanja und Philipp gehen zusammen in die Oper Zauberflöte und auf der Bühne kommt gerade die Arie von Papageno und Papagena, also wo es auch wieder um dieses Paar werden geht. Nach dem Opernbesuch fahren die beiden nach Hause und ein POC wird in der U-Bahn von einer Meute von Männern bedrängt. Philipp greift ein, zusammen mit Matthias, von dem er aber noch nicht weiß, dass es sein Matthias ist. Und es ist deswegen eine interessante Szene, weil sie inszenatorisch dazu genutzt wird, um nochmal so Männlichkeit, Stärke zu zeigen. Und gleichzeitig hat sie für den weiteren Verlauf des Filmes nochmal eine wichtige Funktion, weil in einer anderen Situation als ein Homosexueller, als schwul beschimpft wird, Philipp eben nicht eingreift. Interessant an dieser Szene ist auch, zu dem Film sind Gutachten angefertigt worden, damit er überhaupt gedreht werden durfte. Ich werde später darauf zu sprechen kommen, dass diese Szene, dass man hoffte oder gefordert hat, dass diese Szene gestrichen wird. Tanja lädt einen Schulfreund zu sich nach Hause ein, Jakob. Und langsam, erst dann, verstehen wir als ZuschauerInnen, dass sich da auch eine homoerotische Geschichte entwickelt. Philipp besucht an diesem Abend eine queere Kneipe zum Burgfrieden, tatsächlich in Ost-Berlin ein ganz wichtiger Treffpunkt. Er ist irritiert, besser gesagt unsicher. Der Kellner sagt zu ihm, muss keine Angst haben. Jeder hat mal so angefangen, betrinkt sich. Und zwei Männer, eben auch wieder Matthias und ein älterer Herr Walter, der später wichtig werden wird, geleiten den total betrunkenen Philipp nach Hause. Später sieht Philipp einen, genau das hatten wir schon, Entschuldigung. Er lernt Matthias kennen, dann schließlich doch. Sie verbringen die Nacht zusammen und verlieben sich, möchten gerne eine Beziehung leben. Es stellt sich jetzt aber raus, oder Matthias erfährt, dass Tanja schwanger ist, kommt in einen Konflikt und gleichzeitig traut er sich auch nicht, diese Beziehung mit dem Matthias offen zu leben und trennt sich von Matthias. Sehnsucht ist groß, er sucht ihn, muss aber feststellen, dass Matthias ihm seine Feigheit nicht verzeiht. Und jetzt kommt die Schlüsselszene des Filmes. Philipp ist verzweifelt, ist wieder in dieser Kneipe zum Burgfrieden und der alte Walter setzt sich zu ihm, trinkt mit ihm und erzählt, dass er wegen seiner großen Liebe im Konzentrationslager war, eben als homosexueller Mann und gibt ihm damit also einerseits will er ihm damit sagen, was willst du mit deiner Feigheit? Du weißt gar nicht, wie es ist, verfolgt zu werden. Und gleichzeitig will er ihn ermutigen, tatsächlich auch zu seinem Begehren und zu seiner Liebe zu stehen. Ich habe bereits erwähnt, im Vorfeld des Films wurden drei Gutachten angefertigt. Eins von der Akademie der Wissenschaften der DDR, dem Institut. Ringmann, Sie haben die Zeit ein bisschen im Blick. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Okay, ich bin ganz schnell, ja. Okay. Ich sage Ihnen nur, darauf kann ich in den Fragen, in den Fragen antworten. Es gab die drei Gutachten, ein rechtswissenschaftliches Gutachten, ein medizinisches Gutachten natürlich. Und eins von dem Zentralinstitut für Jugendforschung. Das ist das längste Gutachten und auch das kritischste.
Was mir jetzt nochmal wichtig ist, zu diskutieren, oder das sind auch Fragen, die ich habe. Der wesentliche Unterschied zwischen Begehrensformen, zwischen Sexualität, Beziehungsformen, auch wenn sie normativ nicht passen, wie im heterosexuellen Kontext oder im Falle von binationalen Partnerinnenschaften, sie werden nicht toleriert, aber das Begehren als solches wird nicht in Frage gestellt. Während bei gleichgeschlechtlichen Begehren die Sexualität, also das Begehren, als falsch galt. Und dennoch sollten wir nicht konsequenter überlegen, wie und in welchen Formen es für die weitere Forschung über Partnerinnenschaften, Beziehungen sinnvoll sein könnte, ob diese Binarität von hetero-homo nicht zu verkürzt ist. Gerade dann, so wie wir es gestern gesehen haben, Kategorien wie Race, Religion, Class, aber auch Geschlecht. Normativ gesetzte Beziehungsformen unterlaufen, querliegen und der Vielfalt an Beziehungs- und Begehrensformen sowie deren Kategorisierungen in historischer Perspektive gerecht zu werden. Vielen Dank, tut mir leid. Der Sektion, deren Thema ein gewisses Spannungsverhältnis verrät. Zum einen Paar bleiben suggeriert Kontinuitäten und das wird dann aufgelöst mit Krisen, Brüchen und Trennungen. Mal sehen, wo uns Michael und Christopher damit hingelockt haben und ob die folgenden Vorträge dann diese Erwartung auch einlösen werden. Es fehlt mir als Moderator für die letzte Sektion natürlich ein entscheidendes Argument für die Zeitdisziplin, nämlich dass die Tagungsteilnehmerinnen zu ihren Zügen müssen. Das fällt heute weg. Trotzdem hoffe ich, dass sich die Vortragenden auch an die Zeit halten werden und wir einigermaßen pünktlich dann in die Schlussdiskussion einsteigen werden. Wir gehen als erstes nach Kiel zu Pia Schmüser und Raphael Rössel, die auch noch mal mit ihrem Beitrag das Tagungsmotto mit einem Fragezeichen aufgegriffen haben und dieses Feld am Gegenstand vom Familienalltag mit behinderten Kindern in ost- und westdeutscher Perspektive untersuchen werden. Bitte schön, ich gebe ab nach Kiel. Ja, vielen Dank. Hier ist Kiel und wir freuen uns sehr, heute hier vortragen zu dürfen. Ich hoffe, Sie können jetzt alle den Bildschirm meiner Kollegin Pia Schmüser sehen. Ja, gut. Es beginnt mit einem untypischen Protest jener Zeit. Mitte der 1960er Jahre sollte die Aachener Gehörlosenschule geschlossen werden. Anstatt morgens aus dem Umland ins Aachener Stadtgebiet gefahren zu werden und abends wieder nach Hause, sollten die Schüler im Kölner Internat des Landschaftsverbandes untergebracht werden. Rasch formierte sich Elternprotest. Im Frühsommer 1970 zogen Eltern und Kinder in einem gemeinsamen Demonstrationszug zum Düsseldorfer Landeshaus. Die auf ihren Plakaten formulierten Forderungen konterkarieren die vermeintlich paternalismuskritische Protestkultur um 68. Im Gegenteil, die Demonstrierenden reklamierten geradezu ein Recht auf ein bürgerliches Kernfamilienleben. Zielscheibe war eine vermeintlich familienfeindliche Schulbürokratie. Ein Transparent trug die Aufschrift Schulplaner, lass die Kinder im Elternhaus. Eine hochgehaltene Zeichnung zeigte eine Mutter, die sich nach einem Kind streckt, aber von einem überdimensionalen Paragraphenzeichen blockiert wird. Ein gehörloser Junge reckte ein Plakat mit der Losung Lasst mich bei Mama und Papa in die Höhe. Ein anderer forderte, wir wollen nicht interniert werden. Der lange Aachener Atem sorgte letztlich dafür, dass die Schule erhalten wurde und noch heute, abseits von Pandemiezeiten, offen steht. Das Anliegen dieser Demonstration steht für eine Deutung des Wandels ost- und westdeutscher Alltage und Wertorientierung in Familie mit behinderten Kindern zwischen den 1960er und 1980er Jahren, die wir heute vorstellen möchten. Wir werden dabei aus einer Vogelperspektive paradigmatisch zugespitzte Ausführungen treffen. Sie entstammen unseren jeweiligen alltagshistorischen Promotionsprojekten zur Geschichte dieser Familien in der BRD und in der DDR. Kindliche Behinderung waren und sind nicht zwangsläufig Krisen einer Familie oder einer Paarbeziehung. Sie wurden von den jeweiligen Eltern jedoch oft als solche erlebt. Der Umgang mit dieser Krise, die elterlichen Bewältigungsstrategien, stehen in unseren Ausführungen im Vordergrund. Wir möchten zeigen, dass die Reaktionsmuster dieser Haushalte Entwicklungen zeitigten, die mindestens quer zu übergreifenden Trends lagen
wenn sie ihnen nicht sogar zuwiderliefen. Wir beziehen uns vor allem auf das elterliche Verhältnis zu staatlichen Stellen, zur Experten- und Institutionenkultur sowie auf ihre Wertorientierungen. Wir möchten die Analysen Christopher Neumeyers und anderer ergänzen und vertreten zwei Thesen. Erstens, die westdeutschen Familienalltage und Wertorientierungen veränderten sich in einer anderen, genauer gesagt in einer verschobenen Rhythmik. Dahinter steht eine zentrale Beobachtung. In den 1960er Jahren setzte eine diskursive und praktische Unifizierung des Lebensmodells Kernfamilie mit behindertem Kind ein. Sie wurde zur einzig akzeptablen Lebensform erhoben. Wohlgemerkt, während sich die Palette akzeptierter familiärer Lebensformen ohne behindertem Kind auf der diskursiven Ebene weitete. Zweitens, der Blick auf ostdeutsche Lebenslagen mit behinderten Kindern zeigt, dass auch hier ein kernfamilialer Bezugsrahmen die Norm blieb, auch wenn sich in den 70er Jahren die Rahmung von Familie und sozialistischer Gesellschaft verschob. Die Gegenüberstellung von laut und leise erscheint für die DDR dabei weniger zielführend. Wir plädieren für eine ausdifferenziertere Versierung der Zeitgeschichte, der Familien und ihrer Wertorientierungen, die ein größeres Augenmerk auf gegenläufige Entwicklungen legt. Und damit steigen wir dann auch gleich in den DDR-Part des Vortrags ein. Auch wenn es inzwischen schon ein Gemeinplatz sein mag, auch in der sozialistischen DDR blieb die Kernfamilie die dominante Familienform. Als kleinste Zelle der Gesellschaft fielen ihr Ordnungs- und Stabilisierungsfunktionen zu. Sie bot das Potenzial, Zugriff in Privatsphären zu erhalten, sollte gute Sozialisten erziehen und ihren Beitrag zu Aufbau und Erhalt der Volkswirtschaft leisten. Familien mit behinderten Kindern stellten hier keine Ausnahme dar. Staat, Experten und auch Eltern waren sich prinzipiell einig, Elternliebe und familiäres Miteinander seien Kindeswohl und Entwicklung zuträglich. Die Familie, die erste Wahl für Kindespflege und Betreuung, soweit möglich, besonders dann, wenn die Behinderung keine besonders intensive medizinische Versorgung erforderte, das Kind nicht als potenzielle Gefahr für Geschwister eingestuft wurde und allgemein als leicht lenk- und erziehbar angesehen wurde. Keineswegs war es so, dass in der DDR behinderte Kinder systematisch und massenhaft von Staatsseite ihren protestierenden Eltern entrissen und im Heimsystem interniert wurden. Die Pflege im Elternhaus war, anders als im zunächst pluraleren Westen, eine Norm für Kinder mit schweren Behinderungen. In der Praxis jedoch konnte die Behinderung eines Kindes viele Krisenmomente für Paarbeziehungen und Familienalltage zeitigen. Insbesondere, wenn die häusliche Kindesbetreuung in Konflikt mit anderen Pflege- und vor allem Erwerbspflichten trat. Für nicht wenige Eltern behinderter Kinder lag die Lösung derartiger Probleme darin, eine zeitweise oder dauerhafte Auslagerung der Kindespflege anzustreben, beispielsweise in Sondertagesstätten oder Pflegeheimen. Eine Strategie, die legitim erschien in einer Gesellschaft, in der Behinderung lange stark stigmatisiert blieb und die ohnehin auf den Ausbau von institutionellen Strukturen zur kollektiven Kindesbetreuung setzte. Während die DDR beispielsweise zügig ein breites Netz an regulären Kindergärten ausbaute, blieb die Infrastruktur an Einrichtungen der Erziehung behinderter Kinder bis Staatsende noch einmal deutlich mangelhafter. Wollten Eltern also von den begrenzt vorhandenen familienexternen Betreuungs- und Pflegeangeboten profitieren, mussten sie in oft langwierigen Prozessen ihren besonderen Bedarf darlegen. Die entsprechenden archivalisch überlieferten Argumentationen gegenüber staatlichen Stellen und Experten weisen zum einen einen starken Familienbezugsrahmen auf. Emotionaler Stress und psychische Belastung im Familienleben, Beeinträchtigung von anderen Haushalts-, Pflege- und Erziehungspflichten sowie der Familienbeziehung. Diese Argumente sind dabei auch stark kernfamiliär ausgerichtet, meist bezogen auf das Zusammenleben in einer Ehe oder wenigstens einer eheähnlichen Partnerschaft mit den leiblichen Kindern. Der wahrgenommene Krisenfall der kindlichen Behinderung offenbart dabei auch die Bestandskraft traditioneller Familienmuster von den 40ern bis in die 80er mit Blick auf die familieninterne Rollenverteilung. Haushaltsarbeit, Kindeserziehung und dann eben die Extrapflege eines behinderten Kindes waren meist unhinterfragt, vor allem als Aufgabe der Mütter konzipiert, sowohl von Experten- und Staatsseite als auch aus der Familienperspektive heraus. Den Ansprüchen des Arbeiter- und Bauernstaates nach wurde diesem Female Caregiving jedoch, zumindest der Erwartung nach, auch das Female Breadwinning hinzugefügt. So weist die elterliche Kommunikation bei der Suche nach Möglichkeiten der zeitweisen oder dauerhaften Auslagerung der Pflege eines behinderten Kindes zum anderen fast immer die argumentative Dimension insbesondere einer Erwerbstätigkeit der Mutter auf, die dann eben durch die Kindespflege stark eingeschränkt oder gar gänzlich verhindert werde. Dieser sozialistische Dreh der Kernfamilie,
Erwerbstätigkeit beider Elternteile mit primärer Zuständigkeit der Mutter für Kinder und Haushalt, konnte in elterlichen Unterstützungsgesuchen zum aussichtsreichen Argument werden. Der sozialistische Staat müsse seine Fürsorgepflicht gegenüber Familien mit behinderten Kindern erfüllen, um diesen ihrerseits die Erfüllung ihrer Erwerbspflichten gegenüber der sozialistischen Gesellschaft zu ermöglichen. Die Stabilisierungsfunktion der Familie im Sozialismus konnte durch den erlebten Krisenfall der kindlichen Behinderung potenziell prekär werden, gerade wenn das ideologisch hochstilisierte Recht auf und die Pflicht zur Arbeit mit Aufgabenverteilung und Herausforderungen des familiären Alltags kollidierte und Diskrepanzen zwischen staatlicher Rhetorik und sozialistischen Fürsorgeansprüchen und der erlebten Alltagsrealität zutage traten, konnten familiäre Krisen auch Krisenmomente in Staat-BürgerInnen-Interaktionen zeitigen. Mindestens bis in die 1960er Jahre blieb es hier aber vorwiegend bei individuellen Eingabeprozessen einzelner Familien. Ab den 1970ern und der neuen Qualität an prominenter staatlicher Integrations- und Rehabilitationsrhetorik der Ära Honecker traten Eltern behinderter Kinder in den entsprechenden Aushandlungen mit Staat, Institutionen und Experten aber zunehmend selbstbewusster und fordernder auf. Der Bundesrepublik vergleichbare Behindertenbewegungen oder Elternlobbyverbände bildeten sich in der DDR freilich nicht, auch blieb ein Skandalkatalysator wie Konter Garn aus. Doch kam es in Ansätzen zu einer vorsichtigen Politisierung des Privaten, wenn elterliche Eingaben oder kleinere Lokalinitiativen zwar immer noch primär auf die Lösung ihrer individuellen Probleme zielten, in ihrem Ton aber fordernder und politischer wurden und ihre Einzelfälle ansatzweise in übergeordnete Bestandsaufnahmen und allgemeinere Forderungen nach Integration und Rehabilitation einbanden. Der Kernfamilienbezug blieb dabei erhalten, verschob sich aber gleichfalls. Neben und teils noch vor die Beeinträchtigungen der Erfüllung der sozialistischen Pflichten der Familie traten der Eigenwert der Familie, das Recht auf ein gutes und harmonisches, ja sogar angenehmes und bequemes Familienleben und der Wunsch auch nach Anerkennung der Leistung der Familie und einzelner Familienmitglieder, wie etwa die aufopferungsvolle Kindespflege oder die trotzdem gelungene berufliche Fortbildung der Mutter. Natürlich ging es stets auch weiterhin um adäquate Betreuung und Pflege eines behinderten Kindes, doch nun konnte auch offen gefordert werden, uns als Eltern muss einmal geholfen werden, was nicht nur auf die Freimachung der Arbeitskraft zielte, sondern beispielsweise auch auf Anschaffung von Gütern oder, wie in dem Zitat hier, auf die Möglichkeit eines gemeinsamen Urlaubs von Eheleuten. Manche Eltern gingen sogar so weit, die Frage in den Raum zu stellen, ob sie überhaupt noch ihre Stimme bei der nächsten Wahl abgeben sollten, wenn der Staat, wie in diesem Beispiel, ihnen nicht bei der Tagesunterbringung ihrer Kinder im Angesicht der drohenden Schließung ihrer Sondertagesstätte helfen sollte. Doch selbst bei solch drastischen Formulierungen der eigenen Forderungen bleibt zu bedenken, der primäre Aushandlungsort und Gegenstand war meist die konkrete Bearbeitung der Fälle einzelner Familienanliegen, keine breite öffentliche Debatte in großen Foren. Von einem lauten Prozess zu sprechen, scheint daher nicht unbedingt zielführend. Der begrenzte Rahmen, in dem sich elterlicher Protest bis in die 80er in der DDR vollziehen konnte, wirft vielmehr die Frage auf, ob für diese Familiengruppen laut und leise zielführende Referenzkategorien sind. Wir wechseln wieder in die Bundesrepublik. Die 1950er Jahre waren kein Golden Age of Marriage für Paare mit behinderten Kindern. Blickt man in die Aufnahmeprotokolle etwa der Bethler Anstalten, drängt sich ein anderer Eindruck auf. Eltern arbeiteten gezielt darauf hin, ihre Nachkommen permanent in Einrichtungen unterzubringen, um ihre eigene Partnerschaft zu retten. Die Beweggründe waren vielschichtig. Einerseits wirkten im Nationalsozialismus geschulte eugenische Vorurteile fort. Gerade die Furcht vor vermeintlich unkontrollierbaren psychisch Kranken riss nicht ab. Behinderte Kinder standen darüber hinaus in der Nachkriegspflegehierarchie ganz unten. In oftmals beengten Wohn- und unklaren Einkommensverhältnissen mussten die weiblich kodierten Sorgeressourcen priorisiert werden. Ganz oben stand die Versorgung kriegsversehrter Ehemänner, die schließlich prospektiv wieder eine Ernährerrolle einnehmen sollten. Etwas darunter stand die Versorgung der eigenen Eltern und nahen Angehörigen. Die zeit- und arbeitsintensivere Pflege behinderter Kinder hingegen erschienen Experten und den betroffenen Haushalten in dieser Situation zu viel. Eltern konnten sich dieser Aufgabe in gesellschaftlich anerkannter Weise durch die Heimeinweisung entledigen. Doch lässt sich dieser Trend nicht verallgemeinern. Gerade Kriegerwitwen und andere Alleinerziehende suchten die Distanz zum Staat oder weigerten sich, ihre Kinder in institutionelle Obhut zu übergeben. So sehr eine leichte Tendenz zur Heimunterbringung besteht, die Nachkriegszeit muss als eine Phase eines pluralen Umgangs mit kindlicher Behinderung verstanden werden. Diese Pluralität nahm ab den späten 1950er Jahren spürbar ab.
In den späten 1950er und frühen 1960er Jahren setzte sich die Überzeugung durch, dass letztlich doch nur eine bestimmte Lebensform eine Zukunftsperspektive biete. Um 1960 wurden behinderte Kinder Teil des, wie Isabel Heinemann es ausdrückte, Dispositiv der Kernfamilie. Wie äußerte sich dieser Wandel? Ein zentraler Punkt war die Einrichtung von per Bustransfer zu erreichenden Sonderschulen. Hierzu einige Impressionen. 1958 begrüßte der Hamburger Bildungssenator Heinrich Landahl die an der Eppendorfer Landstraße gegründete erste Tagessonderschule für spastisch gelähmte Kinder als Familiensanierung. Im selben Jahr gründete sich in Marburg die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind, damals wie heute größte Elternvertretung für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Auch ihr explizites Ziel war es, einen Alltag zu schaffen, der dem von Familien mit nicht behinderten Kindern ähnelte, ja bestenfalls glich. 1964 forderte eine Kölner Vertretung von Eltern gehörloser SchülerInnen vom Schulträger die Einrichtung eines Bustransfers, um hausfrauliche Energien zu erhalten. Zitat: Die notwendige Begleitung dieser Kinder auf dem oft langen und gefahrvollen Schulwege ist für viele Mütter eine ganz außergewöhnliche Belastung, die sie stundenlang den häuslichen Aufgaben und Pflichten fernbleiben müssen. Zitat Ende. Ähnlich äußerte sich CDU-Familienminister Bruno Heck. In einem Grußwort zum zweijährigen Bestehen der Aktion Sorgenkind im Jahr 1966 begrüßte er den vermehrten Einsatz von Bussen zum täglichen Schultransfer als sichtbares Zeichen dafür, dass die Mehrheitsgesellschaft die Sorgen der betroffenen Eltern verstanden habe. Die politischen und elterlichen Wortmeldungen zu Tagessonderschulen verdeutlichen, ein kernfamiliäres Leben mit behindertem Kind war zum Leitmodell geworden. Wie fügt sich unser Befund in neuere familienhistorische Deutungen ein? Christopher Neumeier und Isabel Heinemann weisen auf die Langfristigkeit, die Nichtlinearität und Widersprüchlichkeit des Wandels der Familienwerte hin. Für Familien mit behinderten Kindern setzte in den 60er Jahren weder auf ideeller noch auf praktischer Ebene eine Pluralisierung ein. Im Gegenteil, nur die Kernfamilie war als Hort vermeintlicher Paarfestigkeit und erfolgreicher Sondersozialisation sagbar. Im Gegensatz zur Weitung der akzeptierten Lebensformen bei anderen Familien verengten sich die Möglichkeiten bei dieser Gruppe, sie unifizierten sich. In den 1970er Jahren verlor das Tandem Kernfamilie-Sondererziehung sein doppeltes Versprechen. Einerseits brachte die Sondererziehung keinen Erfolg. Sonderschulbildung endete meist im segregierten und schlecht bezahlten zweiten Arbeitsmarkt der Werkstätten. Und was die Aachener Eltern noch abwenden konnten, griff bald republikweit um sich. Schulbuslinien wurden eingespart, Fahrten mussten wieder vermehrt durch Elterntaxis avant la lettre übernommen werden. Andererseits rebellierten nun die pflegenden Mütter. Allerdings skandalisierten sie weniger die fehlende Unterstützung ihrer Partner bei der Sorgearbeit, sondern eher den Einfluss meist männlicher Sonderpädagogen. Diese hatten in den 1960er Jahren begonnen, die Mütter als Mittherapeutinnen zu instruieren. Viele Eltern wollten ihr Kind aber nicht mehr lediglich als Therapieobjekt, sondern einfach nur als Kind sehen, wie eine Mutter sich ausdrückte. Also ganz ähnliche Forderungen der Entmarkierung im Vergleich zur Situation in der DDR. Dennoch behielt die Kernfamilie ihre therapeutische Funktion. Nicht nur Antipsychiater, sondern auch bürgerliche KommentatorInnen setzten sich seit den späten 1960er Jahren dafür ein, die Kinder aus den Heimen zu holen. So zeigen es die langlebigen Vorstellungsreihen zur Adoption freigegebener behinderter Kinder in der Süddeutschen Zeitung wie in der Brigitte, die als eine Art verbürgerlichte Heimkritik gelesen werden können. Adoption in die Kernfamilie wurde zum Antidot gegen Hospitalismus. Die ost- und westdeutsche Familiengeschichte mit behinderten Kindern ähnelt sich damit überraschend stark, wie wir versucht haben herauszuarbeiten. Wenngleich dieser Befund und die von uns beschriebene Orientierung am Kernfamilienleben sich mit übergreifenden Thesen deckt, sind die Konjunkturen und die Stoßrichtungen des Wandels bei diesen Familien jedoch anders, ja teils invers. Während gelebte Familienpraxen sich in und nach den vermeintlich revolutionären späten 1960er und 70er Jahren, laut Christopher Neumeyers These der lauten Evolution, graduell verschoben und alternative Lebensentwürfe vornehmlich diskursiv denkbar wurden, war es bei, man kann vielleicht sagen, verspäteten Kernfamilien mit behinderten Kindern andersherum. Unifizierung statt diskursiver Pluralisierung und zunehmende Verfestigung und Stilisierung der entsprechenden Familienwerte. Wie wir es am Beispiel von Familien mit behinderten Kindern unternommen haben, denken wir
auch mit Blick auf die vorigen Vorträge hat diese Tagung insgesamt dazu beigetragen, solche gegenläufigen Wandlungsprozesse in spezifisch gelagerten Paar- und Familienkonstellationen besser mit Großdeutung zu relationieren. Und damit sind wir auch am Ende und bedanken uns herzlich für die Aufmerksamkeit.